Wenn sich zwei Taubstumme prügeln, lassen sie dann die Fäuste sprechen? Und wenn sie dann vor Gericht müssen, ist es dann eine Anhörung? Fragen, die auch diese Woche nicht beantworten werden. Also willkommen zu dem Podcast mit vielen Meinungen und wenig Wissen. Willkommen zu Grow Man Sport. Also ich kann eigentlich hier wieder... Tschüss. Das heißt, wenn eine Taubstumme Hand anlegt, ist es dann... Oral? Kann man auslegen, wenn man möchte, aber wir sind ja, wir sind hier. Nur ein Meme, ich zitiere nur ein Meme, Leute. Ich bin nicht so, ich denke nicht so, ich komme nicht auf so komische Witze. Sagen sie alle. Eine weitere Folge in einem gewissen. In einer gewissen Leere, in einem Raum, in einem Vakuum. Aber eine entspannte Leere. Das heißt. Keine, mir fehlt was Leere. Das Ding ist nur, wir wissen ja genau, wenn sich was aufstaut so, ne, über die Zeit, dann wird das ja nur schlimmer. Das ist wie, wenn du nicht lachen möchtest, weißt du? Ja, genau. Das ist genau wie hier. Also wenn das dann irgendwann mal wieder zusammenkommt, dann wird das eine Katastrophe werden. Aber auf jeden Fall, ich würde direkt Zähne knirschen. Aber zu, guck mal, ich will keine Vergleiche setzen oder so. Ne? Niemals. Der Typ ist irgendwo im Ausland. Okay, ich war auch im Ausland, ich bin wieder da. Pünktlich. So muss man das machen. Pünktlich hier. Man muss seine Verpflichtungen wahrnehmen. Wo kommen wir denn da hin? In diesem Zeitalter der Lügen und der Halbwahrheiten und der vielen Meinungen und des wenigen Wissens. Habe ich heute gehört. Das ist der beste Beschreibung von unserem Podcast. Wir haben viele Meinungen und wenig Wissen. Das ist, passt das zusammen hier. Das Hauptsache Kommentare. So muss man es sehen. Echt. Aber immerhin, wir sind das Orakel. Und das Orakel hat zugetroffen. Und wie es gesagt wurde, Kamala Harris. Ja, hätte ich nicht gedacht. Die Demokraten haben ihr eigenes Prinzip quasi ausgetrickst. Anstatt demokratisch einen Präsidentschaftskandidaten zu wählen, haben sie einfach einen bestimmt. Ja. Ist das nicht geil? Ja. Das ist immer eine Technik, oder? Wir sind doch Republikaner. So lange einfach so einen toten Mann mit sich rumschleppen, echt? Bis er nicht mehr stehen kann und dann sagen, na, weißt du was, wir machen das mit der anderen jetzt. Gerade wo es dann so wichtig wird, weißt du, sagen, übrigens... Räumer. Genau, erstmal nochmal den armen Joe vor den Räumer. Ist gut. Ich habe ein Bild gesehen von so einer von so einem Kind, was seine Mutter fragt, Mama, was ist los? Und dann sagt sie, Räumer. So, hab Räumer oder Räumer, so. Ja. Und dann sagt er, was ist Räumer? Räumer dein Zimmer auf du Hoch und so. Schade. Das ist immer noch einer der besten Witze von den Simpsons noch. Wenn du nachts, Bart Simpson wacht auf, hat einen Albtraum. ruft der Homer, Bart, ja, alles klar? Ja, bring den Müll raus. Ja, genial. Das war noch die kultige Folge. Das waren noch coole Zeiten mit den Simpsons damals. Damals wurde noch nicht so viel, die haben ja auch, ich habe ja das Meme rumgeschickt, ne, von der Kamala Harris, ne? Das kann ich auch mal jetzt hier einblenden. Die haben schon wieder vorausgesehen, eine Frau mit einem purpurnen, also Lisa war das, ne? Lisa mit so einem purpurnen und der Perlenkette und so. Ja. Das ist echt crazy. Das ist crazy. Die sind zu weit. Die sind zu weit in der Zukunft. Ja, aber wie machen die das? Gute Frage, nächste Frage. Das ist wirklich, ich glaube einfach nur, dadurch, dass du dir immer wieder, die müssen ja in der Zukunft arbeiten, die arbeiten ja voraus. Ich glaube, die machen ja 24 Folgen noch pro Season und die müssen die aber relativ früh schreiben und dann müssen die ja nachher digitalisiert, also die müssen dann kreiert werden und Dialoge müssen aufgenommen werden und so. Und ich glaube, in dem Moment, du baust dir halt so eine gewisse Zukunft, so eine Glaskugel, und die halt manchmal zutrifft, ne? Also bei Trump ist ja nicht so weit weg gewesen, weil Ronald Reagan war ja auch schon da und sowas. Ne? Und das war halt so der dümmste nächste Schritt, den man eigentlich machen kann. Wo du einfach sagen kannst, komm, ne? Also das wird so eine große Farce werden. Wir wollen ja so nur noch angelogen werden. Ja, manchmal sind das, die Bilder sind 1:1 passend, die, weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon crazy. Meistens machen so einen Pakt mit dem Musterkollegen. Ich habe ihn verbannt, weil ja, sehr gut. Wollte ich nicht mehr. Sehr gut. Manchmal machen einen Pakt mit dem da. Mit Bruce Lee? Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwo, man kann ja so eine gewisse Neigung abzapfen, wie eben da letzte Woche unsere Geschichte mit der Frau, die da in Südfrankreich da auch die Zukunft mit Geistern gehört hat. Ja, die Wahrsagerin. Ja, das ist, ich sag ja, das ist ja das Ding, wenn du die Menschen einigermaßen mit 3 bis 4 Wahrheiten nachher gecatcht hast, dann glaubt die nachher auch das. Und das ist wie beim Orakel, wie in Griechenland, was mir damals auch nie jemand glauben wollte. Ich glaube, das Orakel sagt ja nicht die Zukunft voraus, sondern es bringt dich dazu, in diese Richtung zu denken. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, du gehst zum Orakel und das Orakel sagt dir, oh, ich sehe, du wirst dir morgen den Fuß stoßen. Dann wirst du nur dran denken, ah, ich habe gar keinen Bock, mit dem Fuß zu stoßen. Ich werde mir niemals den Fuß stoßen. Dann, das ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist genau, wenn du dir ein blaues Auto kaufen möchtest, dann siehst du draußen nur blaue Autos und so. Ja, stimmt. Das ist, wir sind
leider nicht, also wir reagieren ja auf die Umwelt nur, wie wir sie sehen wollen und nicht, wie sie uns dargestellt wird. Also das ist das Ding. Also du kannst viele Leute beeinflussen in diesem Bereich. Das ist deep. Das ist immer deep. Wenn wir hier zusammensitzen, ohne, dann wird es immer deep hier. Dann deep, müssen wir anders werden. Deep fried chicken. Wir müssen über die beste Geschichte von allen reden, denn just im Moment, glaube ich, trägt Snoop Dogg die Fackel. Die Fackel in Saint-Denis. Ist das nicht irgendwie Ironie an sich, jemandem eine Fackel zu geben, der eigentlich heiße Sachen ganz schnell fallen lässt? Der Drop it like it's hot. Oh. Drop it like it's hot. Oder sie aufraucht. Oder sie aufraucht, genau. Oder sieht sie aus wie ein Joint. Der läuft einfach mit so einem riesen Joint rum, der Typ. Der ist 52. Ich hätte komischerweise das Gefühl, der wäre älter. Aber es stimmt, der muss ja in unserer Generation ungefähr sein. Ich dachte komischerweise, der wäre 60, keine Ahnung warum. Aber ja, 52. Ja, der ist so alt wie jemand, den ich kenne. Und er wird ja wieder für die NBC wieder dieses Pferde, was ist das? Dressurreiten? Ja. Wird dort kommentieren wieder den Crip Walk und keine Ahnung was. The horse is crip walking, girl. Ey. Ja, die Nachrichten reißen nicht ab gerade. Ne? Es geht jetzt gerade richtig ab da jetzt. Ist die Eröffnungsfeier. Das ist das erste Mal, wo die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet. Sondern? Auf der Sen. Auf der Sen. Wo übrigens, boah, wir machen heute wieder. Auf der Sen, wo, ja, wo die Haie mal schwimmen. Wo die Haie drin waren jetzt, glaub, Netflix mal. Nee, aber wo auch die Bürgermeisterin jetzt wirklich geschwommen ist. Ist sie? Ja, ja. Sie ist reingesprungen vor einer Woche oder so und hat sich da... HIV bekommen? Es geht nicht um HIV, es geht um wirklich Escherichia coli, die ganzen halt Kohlebakterien, weil die ja gesagt haben, die ganzen Kläranlagen haben das ja reingeleitet. Aber die haben wirklich über 1 Milliarde jetzt ausgegeben für irgendwelche Becken, die eben, dass, wenn jetzt Regenfälle kommen, und es hat wohl sehr viel geregnet in Paris, damit das ganze Regenwasser nicht die ganzen Kanalisationen in die Seine spielt und so. Ne? Und der letzte Bürgermeister, der da drin geschwommen ist, ist wirklich vor 100 Jahren da drin geschwommen. Seitdem Verbot. Kannst du dir vorstellen, seit 100 Jahren. Die Pussy ist nicht geschwommen. Ist nicht geschwommen. Der hat gesagt, Scheiße, schwimmt oben. Hat er gesagt, kann ich mir nicht antun. Ein Floater. Nee, aber in dem Bereich ist es wirklich, also ich habe nur gelesen, hast du überhaupt Nachrichten mitgekriegt diese Woche? Argentinien? Das ist das Ding. Wenn ich in Spanien bin, ich bekomme nichts mit von Nachrichten oder sonst was. Weil es gibt ja schon, Fußball muss ja früher starten, weil das Turnier ja größer ist. Und in Argentinien hat er gegen Marokko gespielt. Das habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Was war das? Ich sag mal so, das ist eine VAR-Entscheidung, die kommt nicht verzögert, sondern die kommt 3 Stunden später. Also das war Respekt da nochmal. Das ist hart. 90 Minuten später, ach übrigens, das Tor. Was ist das? Und ich habe gelesen, ich habe nur Zusammenfassung, also nur Bilder gesehen und den Artikel gelesen. Marokkanische Fans sind aufs Spielfeld gerannt und haben die Argentinier verprügelt und sowas. Ja. Also was ist denn da mit Security los? Was? Marokkaner? Ich sag mal so, die haben das ernst genommen. Ich glaube, die Argentinier waren da eher gechillt, aber... Das war, also... Strange. Und ich habe gestern gesehen, die Damen haben auch, ich glaube, 3-0 gegen Australien gewonnen und so. Ist immer so schön, den Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball. Ne? Du hast so viel Raum auf dem ganzen Feld. Die schießen den Ball und dann plötzlich dauert das, bis da jemand hingeht und so. Ja, das ist wie das Video, was ich letztens geschickt habe, wo da stand so, ja, die und die hat ein Banger-Tor gemacht. Und dann siehst du so, der Ball fliegt einfach aufs Tor und die Torwärtin so... Hat ein Banger-Tor gemacht. Und da steht so, Banger. Die hätte auch auf ein leeres Tor schießen können. Ich fand den Artikel so gut, weil die spielen wohl nicht in den großen französischen Stadion da in Paris, weil die halt erstmal, die fangen in Lyon und so. Und in den Küchen. Und dann haben die... Boah, ich krieg so Shit doch. Und da haben die gesagt, ja, sie haben sich diesmal entschieden, mal wirklich die Profi-Clubs-Stadien zu nehmen, weil jetzt auch der Aufmerksamkeit auch für Frauenfußball gestiegen ist. Und du hast in Lyon gesehen, ich sag mal so, eine Karte hätte man ohne Probleme noch kaufen können. Ja, aber same salary hier, ne? Ja, und das hat sich angehört wie, die sind diese Trigger in uns drin, weißt du, wir haben ja alle so Brandmarken von Covid noch. Und das hat sich genauso angehört wie so ein Bundesliga-Covid-Spiel damals. Also weißt du noch, wo die Stadien leer waren und du hast alles gehört, was auf dem Feld so, hier Leo, komm rings, links, rechts, gegen. Und das war genau bei diesem Damenfußballspiel, war es genauso, weil die Fans waren da so. Ja. Da hörst du den Müller wieder ausreichen. What for this? Yellow for this? Wo sind wir denn hier? Der Müller hat seine Karriere beendet übrigens, ne? Echt? Ja, Nationalmannschaft. Ich meine, mit 35 kann man das auch mal machen, ne? Weil da kommt ja auch sehr viel nach und so, aber offiziell hat er ein Video sogar gedreht und so. Eine Ära ist vorbei, wieder ein Müller weg. Das Beste war einmal in einem, war das in einem Bayern-Spiel? Ich glaube Bayern-Spiel. Da hat er Krämpfe gehabt auf einmal und er ist so gesprungen. Und es sah so bescheuert aus. Ich habe mir gedacht, Junge, was machst du da? Okay, du hast Krämpfe, dann leg dich hin, Junge. Was versuchst du da? Und ich finde dieses Video nicht.
Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich finde das einfach nicht. Ich habe es schon mal gesucht. Das hast du geträumt. Aber du kannst jetzt mit AI kannst es programmieren lassen. Boah, Thomas stimmt. Müller, wie er seine ja, Kämpfe versucht, stimmt. wegzutanzen. Stimmt. Boah, diese AI-Scheiße macht Angst. Kommt immer mehr. Ja, ansonsten erste Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele außerhalb von Stadien, nur auf der Seine mit Booten. Ich fand das natürlich für die Fahnenträger ein bisschen doof. Ich habe ja gesehen, dass Schrödi macht ja jetzt ja deutsche Fahne da vertragen, wurde wohl gewählt, dass er Fahnenträger sein darf. Ich glaube, du stehst jetzt einfach auf dem Boot und hältst die Fahne, anstatt irgendwo reinzulaufen, stehst jetzt vorne wie so eine Galerie. Keine Ahnung, wie das jetzt abläuft. Läuft jetzt gerade parallel, wir können es jetzt nicht sehen. Und aber dafür schön aufgebaut, so die Sportstätten in der Nähe vom Eiffelturm, also wirklich so ein Volleyballstadion direkt am Eiffelturm und sowas, also wie so ein olympisches Dorf und auch den Place de la Concorde umgebaut zu irgendwelchen Stadien und sowas, also die haben ja schon da sehr früh angefangen, autofreie Stadt zu machen, du darfst ja an dieser Seine, diese Rheinuferstraße, da wo Prinzessin Diana gestorben ist, darfst du ja schon Ewigkeiten nicht mehr mit dem Auto fahren. Rheinuferstraße, also eigentlich Seineuferstraße müsste man sagen. Und ja, die machen die schon, die versuchen die Autos ein bisschen mehr aus der Innenstadt rauszuhalten und das wird jetzt natürlich noch mehr dazu beitragen, weil die Sportstätten sind überall komplett, also Paris fußläufig zu erreichen und sowas und krass. Aber wie gesagt, es gibt halt sehr viele, ich weiß nicht, ob du von den Zügen gehört hast, die wurden irgendwie eine Brandattacke auf diese Schnellzüge und sowas, nee, die müssen jetzt stilllegen, das heißt, die ganzen Touristen kommen jetzt nicht mehr von A nach B und so. Ich habe gerade einen Bericht gesehen, dass irgendwie auch deutsche Bundeswehrsoldaten da abgeliefert sind, damit die auch da ein bisschen unterstützen können und so. Die haben da ein bisschen Panik vor den ganzen. Krass. Und was ist da mit den Eiern los? Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht gelesen. Warte Eierknappheit? Mal. Britische Sportler bei den Olympischen Spielen in Paris beschweren sich über die Verpflegung im Olympischen Dorf, insbesondere über die Eierknappheit und die Qualität des Essens. In Frankreich über das Essen zu lästern, wer ist das? Briten. Briten! Die Briten, die mit ihrem komischen Breakfast... Wirklich, also die Briten beschweren sich über das Essen. Aber keine Eier in Frankreich ist schon komisch. Was steht denn hier? Blablabla. Eierknappheit entstanden. Einige Athleten kritisieren rohes Fleisch und mangelnde Vielfalt an Lebensmitteln wie Eier, Hühnchen und bestimmte Kohlenhydrate. Aber Hauptsache, die haben diese Anti-Sex-Matratzen. Das ist geil, ne? Die haben wieder 30... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das weiß ich nicht, ob das diesmal wieder stattfindet, aber irgendwie habe ich die Zahl jetzt gelesen, dass es mal 30.000 Kondome gab. Ich weiß nicht, ob es diesmal wieder da ist oder ob es das letzte Mal gab. Und das heißt, du hast eigentlich pro Olympionik hast du 4 Kondome oder sowas. Das heißt also, außer, man würde sagen, außerschulische Aktivitäten könnte man wahrnehmen. Ja. Das ist wirklich, also es wird, also ohne zu vulgär zu werden, aber es wird viel gefickt unter den Athleten. Also wirklich. Das ist im Gegensatz zu den Crossfittern. Weißt du, kennst du Crossfit? Crossfit ist diese Sportart, wo man halt so erstmal machst du eine Hantel hier und dann, wenn du eine Hantel hast, machst du einen Handstand und also so Kombinationen, so ein Scheiß, wo die meisten Leute sich verletzen, weil es einfach nicht für den Körper da ist, einfach so verschiedene Bewegungsabläufe im Training zu verbinden und so. Wurde eine Klimmzüge gemacht mit dem ganzen Gerät an sich dran. Ja, das ist auch wieder so eine Phase und dann gibt es diese Studios und keine Ahnung was, ne? Und es gibt da wirklich, es gibt Studien dazu, dass es sehr verletzungsgefährdend ist und so. Und die bumsen auch nicht untereinander, weißt du? Das ist so eine menschliche Rasse, die so sich selbst sehr körpermäßig so aufstellt, aber untereinander wird da nicht viel geschnackselt, so, ne? Das ist wirklich, die gehen dann lieber wieder irgendwo anders hin. Bei den Olympioniken genau das Gegenteil. Ey, die holen Gold. Wenn über einer von denen holt Gold. Einer von denen holt Gold. Da muss irgendwas muss da. Aber ich sagte, das wäre mal eine Serie für unseren TV-Produzenten. Wir erfinden ja auch TV-Formate. Wir sind Trendsetter, aber ihr wisst das noch nicht. Macht eine Soap über das Olympische Dorf. Ich sagte, da ist Drama drin. Auf jeden Fall. Meinst du, der knattert die ist eifersüchtig auf die, dann hat die den geknattert, dann gibt es hier Ohrfeige, dann läuft er schneller, dann läuft er langsamer. Dann muss er trotzdem zum Training. Und dann macht er nachher, wenn er siegt, macht er das Hemd hoch und da steht der falsche Name drauf, steht anstatt hier Brigitte, steht hier Annette drauf und so. Direkt Stress. Ja. 2 Wochen lang machst du richtig schön, machst du Content Drama, ohne Ende. Echt? Ich sagte, das ist Soap Opera auf höchstem Niveau wahrscheinlich. Oder wir machen so eine Sketchshow daraus. Auch nicht schlecht. Bei mir ist meistens geht das relativ schnell in den Humor rein. Ja, also deswegen. Ich kann nicht so viel mit Drama. Deswegen. Drama ist so einfach. Man muss die Leute zum Lachen bringen. Das ist immer das Ding. Wir wissen ja, Komödie ist Drama plus Zeit. Ne? Das ist das Reine. Also je mehr Abstand du zu dem Drama hast, desto mehr kannst du drüber lachen. Das ist immer so. Egal was. Nennen wir dann Comedy auf dem Olymp. Nice. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen. Aber warte mal. Telefon. Comedy auf dem Olymp. Abgenommen. Ich hab Telefon abgenommen. Ja, Telefon ab. Warum? Wie fett war das denn vorher? Ich habe bei Weight Watchers angerufen. Hat keiner abgenommen. Keiner abgenommen. Ja, auf jeden Fall, da geht es wohl gut ab und das fand ich halt so krass. Ich hab diese Doku nicht gesehen, aber die gab es, glaube ich, auf Apple Plus, da als noch Michael Phelps noch aktiv war, dieser Schwimmer, der ja wirklich 35
Goldmedaillen geholt oder Medaillen in seiner, kann auch Silber und Bronze sein, auch im Team und so. Und die haben dieses Hai, ne? Die siehst du halt wirklich, verstehst du, Hai, Wasser, Hai. Hai. Dass die trainieren in der Dunkelheit, weil die ja keiner beim Training beobachtet. So. Und dann kommen die halt ins Licht bei den Olympischen Spielen und werden dann gefeiert für eine Sache, weil, ne, du musst halt in der Küche arbeiten, damit das Gericht nachher schmeckt und so weiter, aber da sieht halt keiner. Und dann werden die wirklich gefeiert und dann werden die nach Amerika gestellt, also nicht Amerika, ins Heimatland wieder, und dann werden die wieder so, dürfen in Talkshows reingehen, kriegen Werbeverträge und danach verschwinden die wieder im Nichts. Und das muss wohl psychologisch extrem hart sein. Weil du das bereitet dich ja keiner drauf vor. Ja, die das, geben dir so ein Silbertablett und dann ziehen die das wieder weg. Ja, und dann bist du wieder 4 Jahre lang nichts. Ne? Ja, zurück in die Kammer. Und dann musst du gucken, dann verlierst du deine Werbeverträge, weil dich keiner mehr kennt und sowas. Ja. Ne? Und das ist echt krass. Also psychologisch muss das eine andere Art von Idee sein, weil beim Profisport, in jedem anderen Bereich bist du halt konstant immer so Mittelpunkt. Ne? Ob es Fußball ist oder Basketball und sowas, da bist du ja immer wieder. Ja. Aber bei allen 4 Jahren. Was war noch hier? Trotz der Kritik wird erwähnt, dass die Situation allmählich besser wird und es wurde ein zusätzlicher britischer Koch eingesetzt, um das Team zu fördern. Was gibt es jetzt? Fisch und Chips? Eiern oder was? Fisch und Chips gibt es jetzt oder was? Was ist denn mit denen los? Ja, und dann steht da 5 Minuten türkisch. Das ist Sausage so. Sausage und Beans. Echt? Der olympische Chefkoch Philipp Wirz aus Deutschland plant während der Spiele insgesamt 13 Millionen Mahlzeiten für die 14.000 Sportler, Trainer und Betreuer im Pariser Olympischen Dorf zu machen. Ist der also verwandt mit dem Nationalspieler Wirz? Wirz, oder? Ja. Der, weißt du, der hat immer Gewürze dabei. Dann wird es lecker schmecken. Schon wieder der Hut, den ich da habe. Ja, wirklich. 13 Millionen Mahlzeiten. 13 Millionen in 2 Wochen. Und 30.000 Kondome? Ich sag mal so, das ist Verschiebung. 13 zu 30. Und dann bei 14.000 Sportlern, wer bezahlt das überhaupt? Macron. Nee, die müssen, also ich glaube, die müssen ja, jedes Land muss ja seine eigenen Kosten übernehmen und dann ist die Frage, wer das ausrichtet. Gibt es ein olympisches? Das ist ja, in Deutschland gibt es ja die Berufssoldaten, ne? Da wirst du ja bei der Bundeswehr dann freigestellt dafür und du kannst ja das ganze Jahr dann auf Kosten, auf Nacken von dem Staat kannst du trainieren und dann holst du dir Gold ab und dann darfst du es sogar noch behalten und so. Ja, krass. Ja, das ist wirklich, also das, dafür ist das deutsche Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr bekannt, ne? Dass du halt als Berufssoldat da Sportsoldat werden kannst und sowas. Und dann kannst du halt die ganze Zeit schießen oder so. Oder die ganze Zeit Biathlon machen. Boah, ich habe ein Video gesehen von irgendeinem, keine Ahnung, Marokkaner oder so, ich weiß nicht. Marokkaner? Es war irgendeine Hochzeit auf der Straße und die ballern da rum. Und er hat aber so eine getunte Pumpgun. Wo du schon, weil du siehst schon, wenn er die hochhält, die ist zu schwer für den. Und was macht der? Hält die so runter an seinen Fuß. Ja, und weil die zu schwer ist, drückt er automatisch auf den. Denke ich mir so, manchmal zeigt Instagram echt harte Sachen. Ja, aber die haben das. Und dann postet man etwas, was so völlig harmlos ist. Und dann heißt das direkt so, ja, bist gesperrt. Bist gesperrt, du darfst nicht live gehen. Ich habe gerade gesehen, wie ein Fuß zerschmettert wurde, Alter. Das erinnert mich so früher an die Rotten.com, die Seite. Das war die Seite, wo wir ganz, ganz harten sich das angeguckt haben. Und jetzt wird das bei Instagram ausgespielt, siehst du mal. Es geht nur noch darum. Viewer Attraction. Aber du hast es herausgefordert. Der Algorithmus hat gesagt, ich muss dem Hamjun jetzt dieses Video zeigen. Tschüss. Also wie mir heute jemand erzählt hat, er sieht nur irgendwie nackte Weiber und Titten und sowas, wo ich gesagt habe, dann weißt du auch, dass du ziemlich viel nackte Weiber und Titten geguckt hast. Ja. Der Algorithmus gibt dir nicht umsonst das. Ja, ist bei mir auch so. Nochmal zurück zu meinem Bundeswehr-Gag und sowas. Ne? Also Biathlon, das ist mein Lieblings-Gag. Weißt du, was Biathlon ist? Ne? Ja. Dass es beim Biathlon einen zweiten Platz gibt, ist eigentlich unerklärlich, oder? Und du hast ein Gewehr dabei. Boah. Warum gibst du Boah. Wenn du schon ein Gewehr dabei hast, warum? Na? Olympischer Gedanke, weißt du, Hauptsache dabei sein und so. Das war das zu den Eiern. Was hat er noch gesagt? Ja, da war doch noch eine Geschichte hier mit Brasilien. Ja, mit Zico. Zico wurde ausgeraubt. Der ehemalige brasilianische Fußballstar Zico wurde in Paris Opfer eines Raubüberfalls, bei dem eine Aktentasche mit Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert von 500.000 Euro gestohlen. Ich sag mal so, das ist eine Aktentasche, die stellt man auch nirgendwo so einfach mal so ab. Wenn da Wertgegenstände im Wert von 500.000 Euro drin waren, was ist denn mit dem Zico los? Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, im Endeffekt Das steht, die gestohlene Tasche wurde auf einen Wert von 500.000 Euro geschätzt, obwohl eine Quelle diese Summe als stark übertrieben bezeichnet. Da waren 500.000 Euro drin. Ein Brasilianer, der hat bestimmt Schulden bei der Favela und denkt, ey, so kann ich Geld wieder rausholen. Versicherung direkt angerufen. 500.000.
Zico, auch bekannt als der weiße Pelé, war ein herausragender Spieler der 80er Jahre, der sowohl für einen Verein Flamengo Rio de Janeiro als auch für die brasilianische Nationalmannschaft spielte. Tja, ich sag mal so. Zico war schon crazy. Der hat immer Zico Mico gemacht. Ja, aber hallo hat der Zico Mico gemacht. Und siehst du mal, da kommt der Name her. Zico Mico. Was haben wir denn noch zu den Olympischen Spielen? Was war denn noch? Ich guck gerade, was ich noch habe, aber... Hast du von Adidas mitgekriegt zu den Olympischen Spielen? Die haben wohl wieder einen Schuh aufgelegt, wieder von 1972. Das ist ja die Olympischen Spiele, wo damals die Palästinenser, ja die Juden da so überfallen haben und sowas. Und alles, was mit 1972 verbunden wird, ist gerade ein bisschen doof. Und dann haben sie wohl Bella Hadid als Model dafür benutzt. Ach so, und sie hat dann gesagt... sie ist aber pro Palästina, glaube ich. Ja. So, deswegen, also sie hat sich dann auch gesagt, mir ist das egal, ich nehme keine Aufträge mehr an und so und was. Und jetzt will sie Adidas verklagen, glaube ich, dafür. So. Ja. Man muss auch nicht immer alles fürs Geld machen. Muss man nicht, ne? Manchmal hat man Prinzipien und manchmal muss man ärmer. Und manchmal hat man eine Tasche, wo 500.000 Euro drin sind und dann ist die gestohlen. Und echt? Dann ruft man die Versicherung. Echt? Aber apropos Fashion, ne? Hast du mitbekommen, was in Dubai existiert mittlerweile? In den Shopping-Malls? Müsste ich jetzt erstmal verneinen. Normalerweise hast du ja so... Mannequins. Mannequins. Jetzt hast du Live-Mannequins da. Einfach ein Model, die da steht mit den Klamotten. Den ganzen Tag. Macht die auch solche Posen, ups und backs sind? Oder macht die... Also okay. Darf die sich also bewegen? Die darf sich bewegen, aber... Sind das auch wieder mach so? Das mal 8 Stunden. Ja, ich weiß, das ist, ja. Muss man. Aber wenn du in Dubai das machst, dann kriegst du Kohle ohne Ende. Ich meine, manche NPCs machen das auf TikTok. Moderne Sklaverei ist das doch. Das ist eine neue Form von NPCs. Du musst einfach nur. Bist du einfach, stehst du da, bist quasi, übernimmst die Rolle von einer Puppe. Das Ding ist, irgendjemand hat mal gesagt, dass die Models es in der Zukunft schwer haben werden, weil durch die Roboter, das geht ja nicht nur darum, dass die Kleider ja irgendwo dran hängen müssen. Ne? Ja. Also du brauchst keine Menschen mehr dafür. Ja. Du willst einfach nur die Klamotten sehen, wie sie fallen, wenn sie getragen werden und so. Dafür ist, das spricht natürlich wieder dagegen, dass jetzt wieder Menschen dafür eingesetzt werden. Ja, aber das ist Dubai, ne? Menschen sind wahrscheinlich noch billiger als die Maschinen. Ja, und irgendwann. Natürlich. Wie viel kostet das, diesen Roboter herzustellen? 200.000. Ey, der macht das für 50 Euro. Komm, wir schicken den. Weißt du? Und dann holen die ganzen Pakistaner und so rüber. Dann wollte ich gerade sagen. Das ist wieder wahrscheinlich genau Bangladesch das Gleiche. Sondern haben wir eine Baustelle, die gerade nicht benutzt haben wir eine Baustelle, wird? Baustelle. Oh, was hast du gemacht in der Heimat? Ich war Ingenieur. Zieh diesen Anzug an und stell dich dahin. Ja. Kannst du Fenster putzen? Immerhin ist das eine Klimaanlage, weil die meisten Leute draußen, das ist ja wohl Katastrophe. Ja, ist deswegen, also so zu sehen, sollte ich mich nicht aufregen darüber. Moderne Sklaverei. Da habe ich ein geiles Video gesehen, auch von einer Frau, die sich darüber aufgeregt hat, wegen, dass Frauen ja auf dem Nacken des Feminismus quasi sich so ein bisschen erheben und aber den ganzen Vorteil nutzen, obwohl sie halt merken, dass sie ein anderes, dass du nutzt ja immer nur den nächstdümmeren aus und sowas. Ne? Das heißt, es gibt immer mehr diese Videos, dass sich Frauen ja dafür irgendwie zu fein sind, den Mann zu bekochen oder generell eine Familie zu unterstützen, indem sie putzen und waschen und keine Ahnung was und so. Und die meisten Frauen zelebrieren dann im Internet diesen Status, indem sie sagen, guck mal, ich lebe den Feminismus aus, ich bin nicht dafür da, für meine Familie die Drecksarbeit zu machen. Nein, du holst dir die Conchita, die ja für 2 Cent für dich das macht. Das ist sogar auch eine Frau. Das heißt, ist das nicht geil, das System, dass du als Empower Movement, dann dein gleiches Geschlecht holst, um das nochmal zu aus. Ja. Damit du denkst, dass du den Feminismus auslöst. Hol doch einen Juan. Weißt du? Der Juan kann nur Hecken schneiden. Nee, aber ich finde das einfach nur interessant, dass du einfach, also wie kurzsichtig das Thema ist, wenn es darum geht, seinen eigenen Status zu glorifizieren. Guck mal, ich habe es geschafft, ich habe mich emanzipiert. Ja, indem du jemanden anstellst, den du Sklave. Das ist genau wie unsere Klamotten und alles, was wir herstellen. Wenn die Leute zu Kick laufen oder zu Primarkt und sowas. Dann weißt du genau, du hast Sklaven angestellt. Ja. Nicht du persönlich, aber nicht du konsumierst. Nicht persönlich, aber du konsumierst das, wofür die da stundenlang in dieser Kabine sitzen und dann und deswegen keine Kindheit mehr haben. Ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob wir in diesem Zeitalter der Aufklärung so ein bisschen auch daran denken, dass alles Schöne, was auf dieser Welt existiert, musst du auch wissen, dass in der gleichen Zeit mehrere tausend Menschen sterben und so. Ne? Natürlich. Und du denkst die ganze Zeit, du musst halt eigentlich daran denken, dass du privilegiert bist, dass du das erleben darfst, aber auf der anderen Seite musst du eigentlich denken, wieso haben wir ein System geschaffen, wo nicht alle das das Gleiche haben könnten? So eine Art. Ja, aber Hauptsache, Karen hat ihren Bob geschnitten und mit ihrem eigenen verdienten Geld. Und Rosalita muss es spülen, weißt du? Richtig. Aber I'm independent. All the single ladies. To the left, to the left. Taylor Swift geht gerade ab hier in Deutschland. Hast du wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Swift-Kirchen und so. Unser Swift-Fan ist nicht da. Ja, der weiß warum. Der macht Tourmanager. Ja, ist so. Echt.
Der steht die ganze Zeit in der Bühne und so macht immer so. Echt? Die Choreografie fällt mir nach. Fällt mir wieder kein Song von der einen. Ah, ich habe letztens einen gehört, den kann ich nicht. Ich kenne keinen einzigen. Ach, du kennst bestimmt einen. Einen kennst du bestimmt. Ich bin direkt GEMA geflaggt. Auf jeden Fall berichtet sie gerade, ne? Also Deutschland ist komplett in Swift-Hand. Also. Und die ist wirklich auch nett. Also, es ist ein All-American Girl, so, ne? Da ist ein kleines Mädchen an der Bühne, das, ich glaube, die wird vorher ausgewählt und sowas. Und dann darf die kurz die umarmen und dann tauschen die so Freundschaftsbänder aus und sowas. Und ich sag dir, das ist. Sag nichts gegen Swifties. Ausgewähltes Mädchen, Klingt schon Illuminati-mäßig. Ach so. Ja, aber ich. Komm mal backstage. Steht da Rammstein. Weißt du, was ich meine? Vorher gescoutet so. Bist du nicht die Scoutin von Rammstein? Auf dem Taylor Swift. Nee, aber sie spielt überall zweimal gerade, ne? Außer in Berlin. Weil er hat sie gegen Berlin. Ich meine, sie wird mir direkt sympathisch, dass sie nicht nach Berlin geht, weil sie war in Swift-Kirchen zweimal. Ja, hast du Berlin. In Hamburg war sie zweimal und jetzt geht sie zweimal nach München. Aber nicht in Berlin. Warum ist sie nach Köln gekommen? Wären wir hingegangen, hätten wir live Podcast. Schrott! Wie viele Leute da hingehen? Ist krass, ne? Wo die Leute sagen, muss man sich mal angucken, weil die Show muss wirklich gut sein. Also 3 Stunden, du kriegst halt komplett unter. Wenn du die Songs halt magst, ist halt besser. Ja, aber das. Weil ich glaube, das ist so eine Sendung. Du wirst halt hingeschliffen und wirst so sagen, ja, komm, gucken wir uns das an und so. Und dann guckst du halt und denkst so. Aber was heißt, das ist eine gute Show? Ich meine, die steht da, singt, hat vielleicht 1, 2 Choreos mit irgendwelchen Background-Tänzer, die Flickflack machen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber vorher so. Kommt die so raus mit großen Faunflügeln und ja, so. Da kommt sie aus der Bühne raus. Keiner kann das wie Michael. Obwohl, die geben schon Gas. Hast du mal von Pink gesehen, die Konzerte? Pink lässt sich an so 2 Kabel ranbinden und dann fliegt die komplett durchs Stadion. Aber so von der Bühne bis ans Ende, wo du denkst, lecko funny. Es gibt diesen Sänger Miguel, der hat ein paar gute Lieder, aber der hat ein Konzert gehabt. Letztens habe ich mir gedacht so, what the fuck? Der hat während dem Konzert diese Piercings an den Rücken machen lassen und danach damit an Seilen hochziehen lassen durch die Arena. Jetzt wirklich Piercings oder so ein Klettergerüst hier? So Kletter. Ja, so wie so Karabiner, so ja. In die Haut rein. Schon, in die Haut? Ja, komplett in die Haut rein und an der Haut hat sie sich dann hochziehen lassen. Denke ich mir so, ihr übertreibt aber auch, Alter. Was wollt ihr? Ihr seid doch schon berühmt. Warum wollt ihr noch Schlagzeilen machen, damit ihr noch krasser... Geisteskrank. Keiner konnte das wie Michael. Der Typ kommt raus, steht da mit seiner Brille, alle schreien, kippen um. Dann macht er nur den hier. Und die Hälfte, Junge, Haki. Ja. Wie bei One Piece, Junge. Alle K.O. direkt. 3 Stunden von seinem Konzert, also 1 Stunde war nur rumstehen. Ja. Damals gab es noch keine Vorspultaste. So. Nee, so. Gab's nicht. Ne? Nicht okay. Krass, das der steht schon ziemlich lange. So. Hat einen Text vergessen. Echt? Was wollte ich, womit wollte ich nochmal anfangen? Man in the mirror. Ich finde diesen Ausschnitt so geil von Kanye West, wo er da über die Bühne läuft und dann hat jemand drunter geschrieben, Kanye West hat in Rumänien vergessen, sein Auto abzuschließen. Ja, ja. Ah ja, Live-Konzerte. Ich war schon ewig nicht mehr auf einem Live-Konzert. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das noch mal machen möchte. Ich wäre jetzt eigentlich gerne im September auf ein Konzert gegangen, aber so wie es aussieht, fällt es ins Wasser. In September? Im September. Georgia Smith. Die singt verdammt gut. Das Lied verdammt gut? Oder? Ja. Ah, okay. Ja, ein Lied, das verdammt gut. Er ist nur super da. Ja, sowas ist eher so glaube ich, so das Ding. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr so auf große Stadien. So. Nee, einfach. Ich habe letztens auch Leute gesehen, die waren bei Coldplay. Das ist für mich so viel. Obwohl das halt nett ist. Ne? Früher, wenn du auf solchen Konzerten warst, dann standst du halt total eng aneinander. Das ist wie bei Rock am Ring. Dann gibt es halt irgendwie Leute, die von links nach rechts drücken. Du stehst am Anfang, stehst du links von der Bühne, am Abend stehst du plötzlich hinten auf Parkplatz oder so. Selbst bei Limp Bizkit war das so. Das war zwar so eine kleine Halle, hier, wie heißt die Halle nochmal? Siemens-Halle oder so in Düsseldorf? Düsseldorf, ja, ich glaube, das war mal früher die Rheinhalle. Boah, und dann war so Moshpit-mäßig und auf einmal ganz nach vorne gedrückt, stand ich ganz vorne. Hey, okay, geil. Bei mir war das Gegenteil. Wir hatten 3 Lippen gebrochen, noch, aber egal. Als wir noch hier die Keksdose hatten, die Biscuit-Halle, da habe ich Prodigy gesehen. War Moby vor Gruppe, das ist auch geil im Session. Da hast Moby und dann kommt Prodigy. Und Prodigy krass. Hat immer so 1 Stunde gemacht. Da war wirklich, die kam auf die Bühne und ich sage dir, wenn du ein Konzert wirklich, wenn du die Wahl hättest oder hast, guck dir Prodigy live an. Dieser Sound, der Liam, der hat irgendwie eigene Boxen, bringt der ist immer. Ist einer von denen tot? Ja, sind 2. Nee, einer ist tot und der andere ist ausgestiegen. Da sind ja noch zu zweit. Also der Keith ist leider gestorben. Also er hat sich selbst umgebracht. Liebeskummer. Und wer hat der Liam, also der Hauptmusikmacher der Band und sowas, der setzt da so viele Zeichen in dem Bereich, dass er einfach alles so ein Perfektionist ist und so. Und dieser Sound, da sind vorher, ich war, hab die nachher auch auf dem Open Air gesehen.
der Sound ist nicht der gleiche. Wenn die auf die Bühne kommen, dann stöpseln die nochmal andere Boxen ein und sowas. Krass, ne? Und das drückt so dermaßen, aber es drückt auch so gegen die Beine so und der Bass und so. Ja. Und da stand die ich auch so da drin. Die Handbewegung war muftig. Die Handbewegung war muftig. Immer so, Junge, was bist du? Bellingham? Direkt gesperrt. Direkt gesperrt. Nee, aber auf jeden Fall stand ich da auch in der dritten Reihe und am Ende des Konzerts war ich hinter einer Halle. Also wirklich, ich wurde einmal komplett durchgereicht. So. Und dann denkst du auch nur so, wie geht das? Also ich habe doch die ganze Zeit dagegen angekämpft. So. Das muss wie im Wellenbad sein. So. Krank. Nee, aber sonst hier so kleine Konzerte, das wäre noch, wo man denkt, würde ich noch gerne. Ja, hingehen. Ich hatte überlegt, da gibt es so eine Sängerin, auch aus England, die macht so eine ganz kleine Tour in London, Manchester und Birmingham war das, glaube ich. Dann musstest du dich anmelden, dann kommst du in die engere Auswahl und danach kannst du so ein Warteschlange-mäßig echt? Tickets holen. Alter, ja. 18 Pfund oder so. Also ganz klein. Hat sich überlegt, vielleicht im Oktober dann dahin, aber das ist auch ins Wasser gefallen. Ganz schön nass, die britischen Sänger. Ganz schön nass, ja. Was ist mit denen los? Wieso machen die denn nichts mehr? I'm wet. You're wet. Es gibt ein Lied von MCA, das heißt Wet. Und der singt N-Wort. I'm wet. Cause you're wet. Und ich weiß nicht, was er damit sagen will. Flüssig oder was? Oder wenn er wet ist, ist ein bisschen komisch. Ja. Yeah. Also es gibt ja dieses WAP, ne? Dieses von weiß ich, Cardi B hat das gesungen, ne? Yeah. Da weiß man, wet ist, worum es geht. Wet is Kitty. Wet is Kitty. WAP, 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 WAP. Da weiß ich nicht. Musst du. Warte, ich guck mal. Vielleicht verstehst du das, weil ich wollte den MC8 fragen, aber ich habe keinen Kontakt zu dem. Der hat, ich habe seine Nummer gelöscht. Ich habe ihn geblockt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum man das singt. Wo. Es gibt auch so Seiten, wo man so Lyrics nachgucken kann und dann gibt es wirklich Leute, die interpretieren das dann. Ja, ja. Und das finde ich immer so faszinierend. Genius. Genau, ja. Dann kannst du immer so, wenn irgendjemand sagt, so, und dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Ja, der hat früher bei seiner Mutter gerne aus dem Fenster geguckt. Ja, und dann denkst du so, wo kommt die Geschichte? Der Straße und da waren Bloods und Crips. Und der beste Diss an MC8 ist von DJ Quick. Weil der MC8 wird ja geschrieben E-I-H-T ohne das G. Und dann sagt der DJ Quick in einem Diss-Track, with your misspelled name, E-I-H-T. Now should I continue? Because you left out the G, because the G ain't in you. That's a good one. Mm-hmm. Das ist genau wie letztens hat Chili Gonzalez hat ein Lyric von Lil Wayne, glaube ich. Ach so, Lil Wayne. Der hat ja diese geile Werbung gemacht mit dieser, ich weiß nicht, ob das Beats by Dre ist oder sowas, auf jeden Fall, ja, siehst du wie der, mein Namensgedächtnis, wer ist der Basketballspieler nochmal, der LeBron. LeBron. LeBron macht eine Party und er spielt einen Lil Wayne-Song, aber Lil Wayne liegt eine Etage drunter und will schlafen. Und dann so, und dann kommt es halt so, Lil Wayne, yeah, well, und dann so, ja, ich weiß, das bin ich, aber ich will jetzt pennen und so. Und diese Kapsel ist so laut, dass er nicht pennen kann. Mhm. Und dann geht er halt hoch, um sich zu beschweren. Das ist halt so ein bisschen so konservativ gemacht. Auf jeden Fall, wo wollte ich nochmal hin? Genau, ach ja, Chili. Genau, da hat Chili Gonzalez gesagt, es gibt einen Lyric von Lil Wayne, I move silent like a G in Lasagne. Ich glaube, ich kenne das sogar. Und das ist so, wo du denkst, so, nicht schlecht. Nee, G's move in silent like in Lasagne oder sowas. Ja, irgendwie so, ja. Yeah. Und dann denkst du auch so, manchmal haben die schon, manchmal wissen, was die tun und so. Die Briten sind krank. Die Briten haben. Zu MC8 überhaupt, hast du mal gemerkt eigentlich? Der hat mal eine Story von mir repostet. Habe ich mich geehrt gefühlt. Hat er die ans Brett geschlagen im Dorf? Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass verschiedene Sprachen die Nummer 8 in dem Wort Nacht haben? Zum Beispiel Deutsch. Ne? N-8. Nacht, 8. Englisch? Night. Eight. Eight, Night. Ja. Französisch? Nuit. Huit. Spanisch? Noche. Ocho. Das ist crazy, ne? Also warum gibt es in so vielen Sprachen den Bezug? Also hat das damit zu tun, dass wir nach 8 Uhr es Nacht ist? Oder hat es damit zu tun, dass man 8 Uhr eine Nachtruhe hat oder sowas? Also es ist schon strange, dass wenn man das so durchgeht, dass man merkt, Eight, Night und sogar in Deutsch, Nacht. Also im Kurdischen ist Nacht scharf. Wie? Scharf. Scharf. Und 8 ist heicht. Also fast. Aber das fand ich jetzt halt so interesting. Wir machen jetzt ein Ratespiel. Ein Ratespiel. Ein Ratespiel. Wie gut ist dein Holländisch?
Gott. Wie gut ist dein Dutch? Das ist das Problem, dass ich mich eher kaputt lache. Dein Dutch. Double so. Dutch. Weißt du, was Double Dutch ist? Double Dutch? Mhm. Nee. Das ist dieses Zeichenspringen. Mit zwei Dingens? Ja, Double Dutch. Ich weiß nicht, ob das Originale dann Dutch ist, aber auf jeden Fall Double Dutch ist. So. Das Spiel geht darum, ich nenne dir was auf Holländisch und du musst das übersetzen. So. Und alles, was kommt, sind Synonyme für schöne Brüste. Melk zwar was. Ja, also irgendwas mit Melken, ne? Melk, irgendwas mit Zitzen oder sowas? Fast, ja. Also es kommt vom Melken, also würde ich jetzt vom Bauern nehmen, ne? Das ist schon wieder diese Handbewegung. Da macht man, wenn man melkt, dann macht man so. Du bist schon, das ist sehr gefährlich, was du hier machst manchmal mit deinen Händen. Es gibt ja auch in Norddeutsch gibt's die Melkhüs. Ja, irgendwas von also was mit Zitzen, Eutern oder keine Ahnung was. Milchmöpse. Milchmops. Milchmops. Ja, das ist Zwabbers. Zwabbers. So. Nummer zwei. Uitwendige Lochen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nee, das ist falsch gewesen. Das habe ich schon gehört. Uitwendige Lungen geschrieben. Uitwendige Lungen? Lungen? Mhm. Lange Schläuche oder so. Externe Lungen. So. Fleesperen. Fleesperen. Ja, komischerweise kommt das irgendwie von Fliesen und Beeren oder sowas, aber das ergibt keinen Sinn. Nee, weiß ich nicht. Fleischbirnen. Also, entweder sind die Rolle da pervers oder kreativ. Kann man sich auch so. Okay, das ist einfach. Quarktassen. Ja, das. Aber das Problem ist, geht ja auf das deutsche Wort Tassen zurück, vielleicht, aber es müssten Quarktaschen sein. Ja, ja. Richtig. Dann haben wir noch Genotshäuvels. Genotshäuvels. Genotshäuvels? Nee, kommt nichts. Leidenschaftliche Hügel. Und zu guter Letzt, nee, das ist nicht, das ist aber doof. Blumenkohlen. Blumenkohl? Ja, keine Ahnung warum. Und das Letzte ist gekantelte Kamelenruck. Ja, Höcker, Kamelhöcker wahrscheinlich, ne? Ne, geneigte. Geneigte? Geneigte Kamelhöcker. Das ist, ohne jetzt zu persönlich zu werden, aber das ist meine Eselsbrücke im Bereich Stalaktiten und Stalagmiten. Weißt du, was Stalaktiten und Stalagmiten sind? Ja. In Höhlen sind das so diese. Die, weißt du, was ist ein Stalaktit? Nein, von oben runter oder von unten nach oben? Oh. Und wenn du meine Eselsbrücke, wirst du das nie wieder vergessen. Aber wie sind die Unterschiede zwischen den beiden? Ja, der eine ist wächst von unten nach oben. Ja, ja, das weiß ich, aber die Worte. Stalagmit und Stalaktit. Tit ist von oben nach unten. Wirst du nie wieder vergessen. Hm. Weil hängen, ne? Hm. So einfach ist das. So einfach ist das. Wir waren mal in einer Salzgrotte in Nerja. Ich war auf Mallorca in einer. 800.000 Jahre alt oder so. Und die beiden Jungs, die mit uns waren, waren nicht so begeistert. Der eine hat dann die ganze Zeit so, läuft mit der Broschüre um und ist so, boah, Hamjan, guck mal das. Ich komme da hin und ich mit meinen schlechten Augen in dieser Höhle. Ich so, was ist das? Geh richtig nah ran. Sagt er, Stein. Ja. Und er hatte recht. Er hatte recht. Manche Leute, ne, packt das, manche nicht. Ich war auch in. Irgendwo in Österreich waren wir auch in so einem Gletscher drin. Das ist faszinierend, ne? Wenn die Leute dann nachher das so ausbauen, dass man da dann rumlaufen kann und so. Salzbergwerk und sowas. Ja. I find it quite fascinating, obwohl man hört immer mehr diese Geschichten da hier, ne, wo die Tunnel dann nachher mit Wasser überfluten und die Leute dann drin bleiben. Letztes Jahr habe ich Respekt davor, weil die haben jetzt auch in Frankreich wohl wieder so eine Höhle für Touristen zugänglich gemacht, wo das Wasser wohl sehr coole Aushöhlungen gemacht hat. Und das soll sehr interessant sein. In Frankreich gibt es irgendwelche neuen Höhlen. Also nicht neu, aber jetzt wohl für Touristen eher ausgebaut. Ich finde Höhlen spooky. Wir waren einmal, Canyoning ist falsch. Canyoning ist, wenn du dann so durch Wasserfälle runterspringst und so. Es ist, glaube ich, wirklich Höhlenklettern. Haben wir mal gemacht in Frankreich. Und da gab es eine Stelle, da mussten wir alle durch. Und ich habe so einen leichten. Jetzt richtig sagen, es ist nicht Klaustrophobie, es ist Raumangst. Raumangst heißt nämlich, dass man Angst hat, auf engem Raum zu sein. Ich glaube, das heißt Agoraphobie, glaube ich, ist das. Weil Klaustrophobie hast, du hast Platzangst, Angst vor großen Plätzen. Ach echt? Ja, ja. Ich dachte, das heißt, du hast Angst vor jemandem, der Klaus heißt. Ich muss das nochmal nachgucken, nicht, dass ich es verkehrt mache, aber auf jeden Fall. Agoraphobie. Warte mal, ich guck mal, nicht, dass ich das hier.
Ich glaube, es war, oder? Boah, Armin hatte komplett scheiße gelabert. Ja. Agoraphobie, kommt direkt als zweites. Mal gucken. Haben Angst vor Situationen, in denen sie vermeintlich keine Fluchtmöglichkeit oder Hilfe gibt. Ja, okay. Genau, also das heißt, du bist, also das hatte ich mal sogar relativ nah hier in dieser Umgebung, genau da oben, wurde ich mal in einer Dachsträge gepresst und ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Und das ist für mich absoluter Horror. Also, hier oben? Ja. Wer hat dich da reingepresst? Ja, wer wohl? Das sind immer die älteren Brüder. Die mehr Masse haben, weil sie halt älter sind und so. Und dann bist du liegst da und dann du bist wirklich eingeklemmt und es geht nichts mehr und so. Ne? Und das ist, boah, da könnte ich jetzt Fass aufmachen. Ne? Das ist so Horror. Da gibt es jetzt den Typen denn irgendwo in der Höhle, der ja so gestorben ist. Alter. Der Kopf über da. Warum gehst du auch da rein? Ja, wenn du merkst, das wird immer enger. Ich meine, der hat sich da 12 Stunden lang überlegt, warum er das gemacht hat wahrscheinlich, dann, bevor er gestorben ist. Ja, auf jeden Fall mussten wir auch durch so eine Abteilung durch, wo du musstest wirklich wie so ein Ägypter so eine ganz komische Körperstellung annehmen, damit du halt durch diesen Spalt passt und sowas. Und das musste jeder machen, weil es wirklich, das war so, das hat sich der Führer so ausgedacht, der Bergführer so ausgedacht, dass man da durch musste, weil das halt so das Event war, weil sonst musstest du eigentlich nur, das war so eine Höhlenbegehung, aber eben so mit Lampen, also das war nicht so für Touristen mit Lichtern ausgestattet und so. Und da gab es eben diesen Spalt, wo jeder durch musste und du musstest so um die Ecke durch und so. Und dann sind wir da durch und ich habe da gerade so meinen Mut zusammengenommen, bin da durch und dann dachte ich so, es ist halt so eine Führung, so eine Rundtour. Und der Dreck sagt, nö, jetzt müssen wir da wieder zurück, ne? Und dann, wenn du weißt, was kommt, ne? Ja, also du läufst erstmal rum und denkst so, ey, cool, ne, du bist neu und offen für alles und so. Und dann kommt das Ding, denkst so, das ist bei mir so meistens, wenn du dann vor der Wand stehst, sagen, okay, dann gehe ich jetzt durch die Wand durch. Aber dann, wenn du weißt, dass es wieder, wenn du zurückgehst, dann kommt dieser Scheiß schon wieder, ne? Und dann hängst du irgendwie fest und dann musst du hier ruckeln, damit der Arm wieder hinterherkommt und so. Es ist nichts für mich. Ja, alles dein Bruder schuld. Alles dein Bruder schuld. Es ist immer so. Was der bei mir gemacht hat? Ist so ähnlich, hat nichts mit Platz an sich zu tun. Wobei, doch, streng genommen schon. Wir haben in der 5. Etage gewohnt. Der meinte, Hamjon, komm her. Und ich so, okay. Hat er mich einfach gepackt und hat mich so übers Balkongeländer gehalten. Welche Etage? 5. Fünfte. Und ich so, lass mich runter. Und er so, sicher? Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Das weiß er bestimmt auch nicht. Ich war komplett so in der Luft, komplett geisteskranker Typ, Alter. Wow, bleib in Österreich, geh in so eine Höhle. Nein, wir vermissen dich, komm zurück. Auf jeden Fall lachen und uns aufregen. Das wird das nächste Mal eine Therapiesitzung werden. Wir müssen nur eine Stunde lang ausfragen, warum man das gemacht hat. Und das Krasse war da in dieser Bergführung, da wo wir diesen Spalt zurück mussten, der Bergführer ist natürlich drüber gegangen. Da wollte ich den schlagen. Aber ich war 14 erst, deswegen konnte ich ihn nicht schlagen. Der wusste, wie man da vor. Jojo, geht nur. Ja, genau so. Der hat uns alle da durchgeschickt und dann war er. Aber der war eine coole, weil wir haben das ja nicht geglaubt, das war auch wieder so ein. Deswegen mussten wir umkehren. Das war halt nachher so ein toter Arm, wo es nachher irgendwie runterging, deswegen mussten wir umkehren. Und wir so, wie in Film, wie bei. Wie nennt sich das mit Eddie Murphy, mit das Kind? Wie ist nochmal der Blair Witch Project. Interessantes Remake. Merken für später. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ah, ja. Da gibt es ja dieses, wo er auf diesem Fällen und dann so, ihr könnt mich nicht verarschen. Ja, ne? Stimmt. Und das ist genau das Gleiche. Der Typ meint so, ja, da geht's halt runter und das, wir wissen nicht, wie tief und das hat noch keiner nachgeguckt. Und wir so, ja, komm, nimmst du einen Stein so. Ich glaube, der ist heute noch nicht angekommen. Junge, und dann denkst du irgendwo in China. Und du stehst vor diesem Loch, wirklich, das ist so, dadurch dann nur, dass du diese kleinen Funzeln hattest, du hast nicht viel gesehen und so, ne? Und dann denkst du nur so, dude, wenn ich jetzt hier ausrutsche, dann fliege ich dem Stein hinterher. Ja, in Höhlen sollte man nicht Höhlen reingehen. Machen wir irgendwie. Ja, aber hast du diese Filme gesehen? Diese Taucherfilme, die da, wo die Kinder gerettet haben, diesen Fußballverein? Da gibt es auf Amazon gibt's ja diesen Film von Ron Howard. Diese 13 heißt er, glaube ich. Mit den kleinen Jungs, von der Fußballmannschaft. Wie lange ist das her jetzt? Das war. Das ist nicht so lange her, 3 Jahre oder so. Echt? Ja, das ist relativ kurz. Krass, ich dachte, ich hätte jetzt mit fast 10 gerechnet oder so. Echt? Auf jeden Fall hat Ron Howard, also es gab ja dann mehrere Dokumentationen drüber und sowas und da hat ja auch sogar der Legolas, wie heißt nochmal, der von Herr der Ringe, der Anführer, der König. Viggo Mortensen hat ja diesen Taucher gespielt und sowas. Ne? Und das sind krass. Ja wirklich krasse Jungs. Und das waren, sind die Besten der Welt, die mussten ja extra einfliegen. Und dann haben die Jungs ja betäubt und dann durch das Wasser durchgezogen mit Masken drauf. Das ist schon. Boah, Junge, Albtraum. Und das war auch so eine für Touristen zugängliche Höhle, die wurde nur halt mit Wasser überflutet, ne? Und dann hat Netflix einen Film gedreht. Du weißt genau, ne? Ich meine, um das zu machen, musst du schon. Das ist der Grund, warum Männer ja nicht länger leben als Frauen und so. Weil Männer einfach bekloppt sind, die machen sowas. Ne? Es gibt Leute, 3 Leute, die auf der Welt, die sowas machen, das sind natürlich Männer. Ja.
Dann haben die aber bei Netflix gesagt, ja, ist ja aber jetzt ziemlich schwanzlastig hier, diese, die Geschichte, ne, die jetzt Amazon auch erzählt hat und die wäre Wirklichkeit. Wir bauen eine weibliche Forscherin ein, die eine andere Idee hat, wie man das Wasser aus der Höhle leiten kann. Und denkst du so, wen interessiert denn das? Die hat null dazu geleitet. Digga. Wirklich, die steht nachher auf diesem Berg und versucht dann irgendwie mit einer Rohrleitung und versucht die Bürger so zu animieren, dass die irgendwelche Abwasserleitungen bauen. Hat nichts gebracht, aber Hauptsache, die hat eine Frau, die noch ein bisschen mitgeholfen hat. Also so gesehen die haben die, aber in der Serie selber hat das nichts gebracht. Ja, also du hast gemerkt, dass die Jungs, die mussten ja da rein und die Kinder rausholen, sonst wird die Höhle überflutet. Ja, natürlich. Du könntest höchstens sagen, dass die ein bisschen Wasser abgeht, so, damit das nicht eine Minute früher die Jungs erreicht hat oder so. Keine Ahnung was. Ach, aber Hauptsache, es war wieder, wie nennt sich das, natürlich ausgeglichen und es musste eine starke Frau. Aber wenn es historisch... Ich will gar nicht drauf rein. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass alle Leute, die da rum, die wollten halt helfen. Ja, natürlich. Vielleicht haben ein paar Leute noch gebuddelt oder haben versucht, auf der anderen Seite reinzukommen und so. Aber es geht ja um diese Taucher. Ja, es geht ja darum, dass die und es gibt ja selber ihr Leben riskiert haben, um diese Jungs zu retten. Und dann. Und ich sag mal, Viggo Mortensen spielt den Hauptfigur ja schon relativ reduziert in seinem Spiel. Aber wenn du den Originaltypen triffst, das ist einfach ein Typ, du musst den Charakter haben, um in solche reinzugehen. Nee. So, ja, einfach so. Ja, war dunkel. Ist okay für mich. Ich gehe gerne so. Ich rede eigentlich nie. Sonnenlicht ist nicht so gut für mich. Mhm. Ich würde gerne wieder reingehen. Darf ich? Das sind Leute, die sind halt ein bisschen anders und so. Und deswegen ist auch der Grund, warum Männer nicht lange leben und so. Ja. Das lebe ich immer daran, wenn es solche Zusammenschnitte gibt. So der Grund, warum Männer nicht so lange leben wie Frauen. Und dann siehst du einfach, wenn Männer draußen eine Klimaanlage installieren und dann stehen die auf einer Leiter, die aber irgendwie aus dem Fenster. Ich muss hier Herd wechseln. Boah, ich hab richtig gespuckt, Junge. Da kam was rausgeschossen. Mitten wieder ins Mikro rein. Ja. Crazy. Ich glaube, ich habe es doch falsch gesagt. Was? Agoraphobie. Warum? Menschen, die an Agoraphobie leiden, haben Angst vor Situationen, in denen sie sich vermeintlich keine Fluchtmöglichkeit oder Hilfe gibt, falls etwas passieren sollte. Weil die Betroffenen können sich die Agoraphobie beispielsweise in großen Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder öffentlichen Plätzen zeigen. Das heißt wohl doch, also es ist doch, hä? Aber Klaustrophobie? Boah, dann siehst du, ich hab doch gesagt, der Scheiße gelabert. Boah. Scheiße. Was ist Klaustrophobie? Menschen mit Klaustrophobie haben übermäßige und anhaltende Angst bzw. Panik vor Aufenthalt in geschlossenen oder engen Räumen. Dann hast du es vertauscht. Klaustrophobie kann auch im Rahmen einer sogenannten Agoraphobie auftreten. Ah, ist jetzt eine Definitionssache wahrscheinlich. Aber es ist doch, glaube ich, dann doch eher Klaustrophobie. Wo wir schon bei Höhlen sind und sowas, ne? Ja. Das ist ein altes Video, was ich eigentlich schon länger mal zeigen wollte. Das passt so ein bisschen in unsere Region. Be careful what you wish for, ne? Wenn hier die Stars ein bisschen zu sehr mit dunkler Magie zusammen hantieren. Und zwar ist es eine Live-Aufnahme von einer Frau, ich weiß nicht, Taylor Momsen heißt die. Die wurde auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen. Bei dem Lied, sie ist als Vorgruppe von AC/DC aufgetreten und hat das Lied der Witches Burn gesungen. Und man sieht da, wie sie wie eine Fledermaus da. Fledermaus oder ist das sieht aus wie ein Vogel? Aber es scheint, also laut dem Bericht ist es eine Fledermaus und sie musste nachher ins Spital und hat sich da wohl nachher gegen Tetanus impfen lassen oder eine Tetanusspritze geben lassen. Weil jetzt auch jemand ruft, der das Ding jetzt hier entfernt. Und die Helferin im Spital haben sie nachher, wie haben sie sie getauft? Müsste jetzt gleich kommen. Bad Girl, genau. Und das Witzigste ist nur daran, noch witziger kann diese Geschichte nur werden, wenn du das mit Originalton hörst. Der Auftritt von der Taylor Momsen hat im Spital geendet. Die Sängerin und Schauspielerin ist mit der Pretty Reckless als Vorgruppe von AC/DC Schweizerdeutsch auftreten. Sie gerade Witches Burn gesungen hat, also Hexen brennen, ist eine Fledermaus auf ihrem Mann. Eine Fledermaus! Eine Fledermaus! Fledermaus! Zuschauer haben sie vorerst vergeblich darauf aufmerksam machen. Meinst du, ein Schweizer sagt so wie Passerup, Passerup und das heißt auf Batman auf Flattermus, Mann. Flattermus, Mann. Flattermus, Mann. Momsen hat dann ins Spital müssen. Instagram hat sie geschrieben, dass ihr Personal der Übernahme Batgirl gegeben hat. Sie müsse sich jetzt gegen Tollwut impfen, hat sie weiter mitgeteilt. Bruh. Aber hier mit Schwarze Magie und so, haben wir schon darüber geredet mit Mrs. Celine Dion? Nee. Nee? Was hat sie mir gemacht? Hat sie unheilbare Krankheit? Ja, das stimmt.
Und kurz vorher hat die ein Video rausgebracht mit Kindern, mit Babys, Säuglingen in einem Krankenhaus, wo das Jungs und Mädchen sind. Und dann läuft sie da rum und am Ende sind die alle gender neutral und so, die Babys. Und haben dann dementsprechend auch andere Sachen an, nicht mehr blau und rosa, sondern schwarz. Und kurz darauf ist sie auf einmal, puff, unheilbar krank, hat ihre Stimme verloren, kann nicht mehr singen und so was. Und ist psychisch richtig am Ende, hat diese Stiffness, ne? Das ist, wo der ganze Körper so sich so verhärtet und so. Ja. Nee, hatte ich nicht mitgekriegt. Und in diesem Musikvideo ist sie selber dann so schwarz gekleidet und läuft dann durch diese Dinge, so richtig wie so eine Hexe. Hab ich mir gedacht, wo kommt das denn jetzt her, Alter? Krass, nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Mhm. Also von Elon mitgekriegt diese Woche? Elon mit seinem Sohn, seiner Tochter, war das da? Wo er gesagt hat, sein Sohn wäre jetzt ja, ist gestorben so. Ja, aber weil sein Sohn jetzt eine Tochter ist, oder was? Ja, weil er hat wohl, wer hat er gesagt, pubertätsunterdrückende Drogen bekommen wohl oder sowas, ne? Und jetzt ist wohl sein Sohn kein Sohn mehr. Also es ist diese Hormonblocker. Hormonblocker, genau. Also er hat sich jetzt dem Kampf gegen den Wokeness-Virus verschrieben. Also das ja, der hat ja gesagt, davon wird nichts mehr übrig bleiben. Und das Krasse ist, dass... Aber ich dachte erstmal, das wäre AI oder so. Ja, ich habe auch dieses Interview noch nicht gefunden, weil die müssen ja miteinander irgendwo reden, aber du findest das komplette Interview gar nicht, ne? Deswegen, also ich habe jetzt nur gesehen, dass der Peterson war jetzt wieder bei Joe Rogan, aber das ganze Interview mit Elon Musk ist nirgendwo zu finden. Aber die nächste bessere Geschichte war eigentlich, dass er hat sich ja jetzt dem Anti-Woke-Virus verschrieben und deswegen wollte er eigentlich Donald Trump ja unterstützen. Er wollte ihm ja monatlich, glaube ich, 45 Millionen spenden für seinen Wahlkampf und so. Okay. Ne? Und dann hat aber Donald Trump wohl, wie er halt ist, er ist halt ein Trumpel, ja. Hat er wohl auf irgendeiner Veranstaltung wohl gesagt, er wird das Elektroauto auslöschen, weil alle Leute, die Elektroautos fahren, sind schwul und müssen verhindert werden. Und dann hat Elon wohl direkt gesagt, so, Dauerauftrag stoppen. Stornieren, Storno, Warenkorb löschen. Aber das ist so eine Art wie so 45 Millionen. Ich meine, die Leute haben sich natürlich direkt über Kamala Harris wieder so ein bisschen... war die Schlagzeile, dass sie wohl innerhalb von nach ihrer Verkündigung, dass sie Präsidentschaftskandidatin wird, haben sie wohl 110 Millionen eingenommen oder so gespendet. Ja. Das ist natürlich jetzt auf die Dauer natürlich sehr komprimiert. Also das ist jetzt nicht über einen Zeitraum eingesetzt worden, weil das ist natürlich jetzt nur so ein Peak, weil diese Erfahrung, das muss jetzt natürlich schnell passieren und so. Ne? Aber bei Donald Trump 45 Millionen im Monat, ich glaube, das kann man gut gebrauchen im Wahlkampf. So. Auf jeden Fall. Hätte man besser mal sagen müssen. Auf jeden Fall. Diese E-Auto-Besitzer... die sollen alle nach L.A. gehen oder so. Das hätte eigentlich gereicht. Ja, aber das ist auch wiederum dumm. Hast du mitbekommen in Kalifornien mit den E-Autos? Nee. In Kalifornien gab es ja die Gas-Taxes. So. Es werden aber überwiegend mehr Elektroautos gefahren als normale Autos. Klar, das ist ja so. Paradies für Elektroautos. Dann hat sich Kalifornien oder der Staat gedacht, hey, fuck, wir haben ganz weniger schön. Geld jetzt wegen dieser Gas-Taxes. Ja, was machen wir jetzt? Wir führen einfach pro gefahrene Meile eine Tax ein. Das heißt, wenn du dein Auto hast und du fährst, musst du pro gefahrene Meile Steuern zahlen. Alter Schwede. Damit sowohl Elektro- als auch Gasding jetzt, also Sprit. Wofür kaufst du dann so einen Scheiß? Ja, dieser Staat schafft diese umweltschonenden Elektroautos, die keine Ahnung wie viel. Ich weiß nicht, ob du das ja mitgekriegt hast, dass es ja alle diese Hollywood-Flucht gibt, ne? Alleine von diesem System wegzukommen, so, dass jetzt viele eben auch jetzt Mel Gibson zusammen mit Mark Wahlberg ja dieses Filmstudio da in Las Vegas baut und so. Mhm. Und das ist wohl nicht das einzige Projekt. Ich habe gehört, das gibt wohl ein paar Leute, die jetzt da, die wollen wohl da eine Filmindustrie aufbauen, weil das Wetter ist genauso gut wie in LA und das ist aber nicht dieser Kultstatus, den man da hat, ne? Also von irgendwelchen. Außer der eine, über den wir geredet haben, der das aufmachen wollte und dann AI gesehen hat und dachte, ich lasse. Aber Tyler Perry wollte nur nicht vergrößern sein Areal. Der hat ja eine Studioführung mal gemacht. Also das ist eine eigene Stadt, wo er da, ne, so also sein Studiogelände. Und deswegen hat er gesagt, klar, also er kann das in Zukunft vielleicht ein bisschen eingrenzen. Wobei wir natürlich wieder auf das nächste Thema kommen. Ich habe ein bisschen angefangen, diese Roland Emmerich-Serie zu gucken. Ah, Those About to Die. Mit Anthony. Anthony sieht ein bisschen alt aus, aber er ist halt schon stabil. So. Und ich habe das alte Rom. Vielleicht geht es um ihn. Das alte Rom. Boah, zieh dir rum. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Also ich muss sagen, der Ramsey Bolton macht einen guten Job. Also er ist ein guter Hauptdarsteller. Die erste Folge zieht dich so ein bisschen rein. Also es ist gut für diese Situation. Aber schon in der zweiten Folge merkst du irgendwie heutzutage, du weißt ja, dass es alles gebaut werden muss und wahrscheinlich auch digital enhanced werden muss im Hintergrund. Und es fühlt sich nachher so ein bisschen
wie so eine Soap an. Also vom Gefühl her, so eng. So, ne? So Ställe und keine Ahnung was und die Requisite und die Statisten. Es wirkt alles so wie so, ja, wie viele Orte brauchen wir? 3. Und dann laufen die immer so zwischen diesen Orten hin und her und so und merkst so, mir fehlt die Weite. Und dann machen sie nachher so CGI-Flüge über das alte Rom, wo natürlich jeder Geschichtsfreak ausrastet, weil sie haben es wirklich genauso hingekriegt halt, wo du denkst, so geil. Aber es sieht bei mir, meiner Meinung nach, bei Assassin's Creed immer noch besser aus, wenn du solche ja, Stadtflüge machst. Kann ich mir vorstellen. Aber das sieht halt schon, also es ist schon cool, weil du merkst halt nur, warum haben wir diese Städte nicht so konservieren können, dass sie heute noch so existieren? Weil wir einfach denken, wir könnten halt mit der Zeit immer besser bauen und sowas. Ja, ne? Weil dieses Circus Maximus, weißt du mal, ein Circus Maximus, das ist ja nichts, das ist ja eine trockene Bahn und dann siehst du es in dieser Serie, das ist ja da, wo Ben Hur auch rumgefahren ist und so. Das war ja grandios, so von der Bauweise her. Und geschichtlich ist das halt 79 nach Christus gesetzt. Das ist genau da, wo der Vesuvius ausbricht und sowas. Und also es ist genauso, wo du denkst, das ist schon dieses coole Ding, wo du den so einen leichten DVD-Audiokommentar mitnimmst, wenn du halt geschichtlich weißt, was so in dieser Zeit abging und sowas. Ne? Dass auch dann nachher das Kolosseum gebaut wird, extra für die nächsten großen Spiele. Und der beste Beweis ist, das ist in meiner Meinung nach heutzutage so und so, so der Spiegel, den keiner mehr richtig erkennt. Das ist genau, wenn du The Boys guckst. Guckst du The Boys? Nee. The Boys ist so das Produkt, was dir auf einem kapitalistischen Sender gezeigt wird, der aber diese Art von Sendern kritisiert. Mit einer Firma, die in der Sendung genau das Gleiche macht wie Amazon. Und eigentlich links und rechts gleichmäßig angreift. Also bist nicht mehr, also wie South Park, die machen sich über alles her, so eine Art. Aber du sitzt zu Hause, frisst dein Popcorn und lachst dich drüber kaputt. Dabei guckst du eigentlich in den Spiegel, dass du eigentlich genau das Opfer bist, was jetzt quasi den Leuten Geld gibt, die du eigentlich kritisiert werden in diesem Ding. Okay, okay. Und das ist genau wie in der ersten Folge und das ist so gut gemacht, weil es kommen irgendwelche Nahrungslieferungen aus Afrika kommen nicht an, die sind verzögert und das Volk ist am Hungern. Und die machen direkt so, okay, nichts zu essen, jemand muss sterben und so. Ne? Und dann wollen die direkt natürlich irgendwelche Politiker töten und sowas. Ne? Und dann merken die so, okay, wieder ein Aufstand. Dann holen die halt den besten Pferderennfahrer aus dem Puff, der gerade am Bumsen ist und sagen, hey, du musst Rennen fahren. Und sagte, Alter, der ist besoffen, ist am Bumsen und so. Ich muss erst in 2 Tagen wieder fahren. Nee, wir müssen jetzt wieder. Ne? Und dann schaffen die es wirklich, das Volk so mit den Heugabeln ins Circus Maximus zu lenken und dann so, ah ja, korrekt, wir haben wieder Pferderennen. Ja, ist gut. Ne? Die sind immer noch hungrig, aber du merkst, wie leicht das Volk manipulierbar ist. Ja. Und das wird da in der Sendung super krass gezeigt. Es geht nur um Unterhaltung. Brot und Spiele. Brot und Spiele, genau. Und die hatten kein Brot noch nicht mal, die hatten nur noch Spiele. Aber die Leute sind mit leerem Magen so, jetzt muss jemand sterben, wir werden den jetzt... Oh, der fährt wieder Rennen? Oh, dann müssen wir uns das angucken und so, ne? Das ist wirklich, also du kriegst einen Spiegel vorgehalten. Der exekutiert werden, so, hey, darf ich mitkommen? Das ist wie jemand, der auch hier letztens, ich habe den Beitrag auch hier runterkopiert, aber ist ein bisschen zu lang, um den jetzt hier zu zeigen, aber ich kann ja mal laufen. Ich glaube, ich hab den rumgeschickt, wo der Typ gesagt hat, wozu heutzutage Sport dazu da ist. You understand the purpose of professional sports? It's a psychological anesthesia to lull you into a state of asleepness, so that you do not feel the pain of them extracting all of the beauty from your future. Why it exists. I'm not saying it's wrong. I'm just going to ask you the question. Does it make sense to be cheering for people who don't know you to win a game that doesn't matter and you can't pay your light bill? You can't educate your children the way you desire to. You can't take a family vacation, but you're jumping up and down because a full-grown man ran over another full-grown man over a pigskin filled with air. It doesn't make sense. You're broke and you're watching a movie. I want you to feel the pain of that statement. You're broke and watching a movie. You're watching people who are rich pretend to be people who don't exist to distract you from intention in your life from making your family's life better for generations. And you're watching fake people live fake lives to create real feelings in you that anesthetize you from the fact that your life isn't working. It doesn't make sense. I like movies. The difference between me and you is I can afford to watch them now. And when I couldn't, I didn't. You don't understand. I was so hyper-focused on intention. I didn't listen to music. I didn't watch television. I didn't go to games. I didn't watch games. I didn't care who won if I was losing. Hyper-focus on intention instead of hyper-focusing on distraction. It'll change your life for the rest of your life. What's a distraction? Anything that doesn't move the needle in your favor. Im Grunde genommen geht es nur mehr darum. Das ist genau das, was die Leute auch sagen. Alles andere, was dich halt von deinem Ziel abbringt, ist einfach nur Ablenkung. Und wirklich diese Gleichung nachher, wenn du sagst, ne, Fleiß, Fokus, alles, was wird unterbrochen, ist auf dem Nenner, wo dann nachher drunter steht, Distraction. Und wenn die größer ist als alles andere, wirst du niemals dein Ziel erreichen. Und das ist genau das Gleiche, dass Männer sich eher in Sachen wiederfinden und nachher in Sportstadien gehen und dann
Leute, auch bei der EM, du guckst Millionären dabei zu, wie sie noch reicher werden. Ja, ist schon geil. Ja, aber deswegen funktioniert das ja auch. Das ist die ultimative Droge. Deswegen ist für mich diese Rom-Serie gerade wieder so das beste Zeichen dafür. Aber du sitzt davor und denkst so, ist richtig. Ja, die haben angefangen damit, ne? Ja, und dann denkst du aber die ganze Zeit so, wieso machen die das? Wieso haben die das, kriegen die das bis heute hin? Die machen das mit Musik, die machen das mit Filmen, die machen. Früher war die Katharsis im alten griechischen Drama war ja darum, dass du ins Theater gegangen bist und durch den Charakter auf der Bühne quasi Schmerzen erleidet hast, aber eben passive Schmerzen. Das ist die Katharsis. Das heißt, der Typ hat irgendwie Scheiße gebaut und du bist nach Hause gegangen und gesagt, gut, dass der das für mich gemacht hat, dann muss ich das jetzt nicht machen. Aber ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Und das ist die Katharsis nachher im alten griechischen Theater. Und wir haben es komplett verlernt. Wir gehen heute ins Kino, wollen unterhalten werden, aber wir lernen nichts mehr aus den Figuren heraus. Wenn du zum Beispiel sagst, wenn du hier Mr. X nachher in eine Steckdose packt und sowas, denkst du nur so, ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Das ist bestimmt toll. Grizzly Bear ist ein gegrillten Bär. Grilled Bear. Grilled Bear. Und das ist alles durch Distraction. Heute wirst du nur ab. Bär. Damn. Schon wieder der Hut. Abenteuer. Der Hut. Ja. Das ist Brot und Spiele. Immer vor Augen halten, alles, was nicht wirklich, also wenn du ein Ziel hast, natürlich sind die meisten Leute nicht so weit, dass sie für sich definieren konnten, was sie im Leben erreichen wollen. Aber wenn du ein Ziel hast und dich davon abbringen lässt, hat es meistens damit zu tun, dass sich ablenken lässt. Aber guck mal, damals war das ja so, du hast deinen Alltag unterbrochen und bist ins Kolosseum gegangen oder Circus Maximus oder sonst irgendwas, dies und das. Heutzutage, hat sich ja in deinen Alltag eingelebt. Richtig. Das macht es ja noch schlimmer. Nicht nur mit Musik, mit Social Media, mit. Das Hosentaschen-Kolosseum ist das. Das ist Hosentaschen. Zirkus Minimus. Ja, das ist richtig. So gesehen. Aber deswegen sage ich auch, ich will kein Smartphone mehr haben. Ich will am liebsten einfach nur ein Handy, womit ich erreichbar bin, weil es heutzutage notwendig ist. Aber diese Smartphone-Kacke habe ich ja nur, um Reels hochzuladen. Ich glaube, es kommt bald wieder. Also ich habe ja auch wieder mit jemandem... Ja, die Nokia 3210 will ich mir holen. Ja, irgendein Streamer hat das auch gesagt. Der meinte auch so, das ist der ultimative Abfuck, ne? Weil du nachher auf deine Streamzeit guckst und du siehst am Ende dieser Woche, du hast 10 Stunden bei TikTok abgehangen und denkst so, wann? Es gibt Sonntage, wo ich dann auf der Couch liege und nicht merke, dass gerade 6-7 Stunden vergangen sind. Das ist immer das Schlimmste, wenn ich nachts um 3:30 einen TikTok geschickt kriege von einem Kumpel. Und du weißt genau, der guckt nicht seit einer halben Stunde, sondern der guckt seit 10 Uhr, 11 Uhr abends. Das weißt du, der ist halt 4 Stunden auf TikTok und so. Und das ist halt krass. Also wir sind halt das Opfer, dass wir halt uns immer versuchen, irgendwie so zu betäuben. Ob es nachher, guck mal, wir wollen das fettige, ungesunde Essen, ne, McDonald's, wollen aber eine Pille nehmen, damit wir schön aussehen. Also wir wollen immer den schnellen Effekt haben und sowas. Ne? Wir wollen belogen werden, damit wir uns besser fühlen und wir machen das eigene Bett und wir müssen uns hinlegen und das ist auch schön weich, das Bett, in das wir uns legen, weil du musst ja nicht viel tun dafür. Du musst ja nicht hier wie die Sklaven damals hier die Pyramide bauen oder und sowas. Nee, du hast genug zu essen, du hast ein gutes Zuhause, du hast ein Dach über dem Kopf und dann geht's dir eigentlich schon gut und sowas. Und deswegen, für mich ist nur das Problem, dass die meisten Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Weil wenn du nicht diesen Fokus hast, dann weißt du, wo du hin möchtest. Ja. Und so ein Elon weiß genau, dass ihm Geld nichts mehr bringt. Weil das Schlimmste nämlich, was dann noch passiert, ist halt, wenn du reich bist und dann keine Ziele hast. Weil dann wirst du extrem unglücklich. Weil dann hast du das Game durchgespielt. Du kannst dir alles leisten. So ein Bill Gates, glaube ich, denkt nicht mehr in Geld. Sondern der denkt nur noch, was kann ich jetzt machen? Was ist die nächste Challenge für ihn? Genau. So. Und wenn du das nicht mehr hast und nur noch rumsitzt und denkst so, ja, jetzt ist Montag, ist überhaupt Montag? Haben wir heute Dienstag? Ist mir egal, was für ein Tag ist, weil ich muss ja nichts machen, so eine Art. So muss es bei den Kardashians sein. Also die Leute versuchen ja immer so ein bisschen, die Kardashians auch so ein bisschen zu idealisieren, aber die wachen montags morgens auf und wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie nicht ein Kamerateam um sich herum haben, wo sie jetzt einen Beitrag drehen müssen oder sowas. Ne? Und das ist das Ding. Wenn du kein Ziel hast, glaube ich, ist es das größte Problem, was du auf der Welt hast. Ansonsten, wenn du keine Ziele hast und trotzdem dich ablenken lässt, dann bist du wahrscheinlich eher dann jemand, der mitschwimmen möchte. So. Habt ihr gehört? Euer Ziel muss Grumman's Pot. Listen to that shit. Wir wecken euch auf. Genau. Disclaimer übrigens. Alles, was sie sagen, stimmt nicht. Ist nicht echt. Kennst du das? Das ist mein Lieblingsmeme hier gerade. What is it? Das ist so ein Jedi-Tempel. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt von Acolyte ist und sowas, ne? Aber die Anweisung ist ganz klar, ne? Close your eyes. Ich sag mal, das sagt einiges über die Qualität des Schreibens heute aus und der Ausstattung und der Sorgfalt der Auswahl von Charakteren, ne? Also sagt der Lehrer, sagt, close your eyes. Ja. Und da sitzen halt verschiedene Außerirdische in dem Raum, ne? Und das Problem ist, ich kann es nicht rumschicken, weil ich glaube, die Leute werden es nicht verstehen. Aber dann siehst du, das nächste Bild ist das hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie soll der das denn machen, der Arme? Wie soll der das denn machen?
Aber das Ding ist, scroll mal wieder hoch. Bei dem oben sieht man auch nicht. Ja, das ist für mich nur, das ist das beste Bild von allen gewesen wieder. Das ist, zeigt nur den Zustand der heutigen Fiktion. In Frankreich hat es ja Neuwahlen gegeben, ne? Und am 18. Juli ist wohl die gewählte Nationalversammlung zusammengetreten zu ihrer ersten Sitzung. Und bei der konstituierten Sitzung wurde unter anderem der Präsident des Assemblée Nationale gewählt. Ne? Okay. Bei der Wahl steht traditionell das jüngste Parlamentsmitglied neben der Urne. Das ist wohl, wir haben ja einen Alterspräsidenten und in Frankreich ist es wohl so, wenn dann halt, ne, wenn die Leute ihre Stimme abgeben, stellst du halt das jüngste Parlamentsmitglied daneben. Abgeordnete geben ihm bei der Stimmabgabe die Hand. Und diesmal stand eben der jüngste Parlamentarier, ist in diesem Fall Florian Ternet von Le Pen's extrem rechter Partei. Ne? Okay, die komischerweise verloren haben, ne? Ja, und dann ist das die Reaktion hier. Madame Le Hénoff, G. Madame Le Pen. Macht doch nicht mal die Bewegung nachher. Das ist so. Madame Lo. Tut das weh oder nicht? Das ist richtig. Das ist tut das weh oder nicht? Bist du jetzt hasserfüllt oder wachst du auf, mein Freund? Monsieur Amblard. Oh, guck mal, wie er Dame noch versucht Pole. Hat, noch der Schwarze noch die Hand so richtig reinzuziehen. Ja, damit das so aussieht. So. Ja. Ich bin kein Rassist. Und hast du den gesehen? Der hat Stein, Schere, Papier mit dem gemacht. Ich? Monsieur der sieht auch aus wie so ein Trickser. Der hier. Monsieur Duara. Ja, der hat auf jeden Fall marokkanisch-algerische Vorfahren, hast du gesehen? Der auf jeden Fall direkt Stress machen wollte, der, hast du gesehen? Auf jeden Fall Algerier oder Marokkaner. Marokkaner? Direkt stehen geblieben und so. Bitte, ja, zahlreiche Abgeordnete verweigert in den Handschlag. Das ist echt, das ist so typisch Frankreich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Deutschland passieren würde oder sowas, ne? Aber es ist so französisch, so, die sind so, die lehnen sich gegen sowas auf, so ein bisschen. So. Ich kann es mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen passiert, ja. Aber der Migrationshintergrund hat. Ja, kann sein. So. Ich glaube nicht, dass wir in der AfD, ne, also jetzt, wenn es wirklich so eine Situation geben würde, wo du jemanden für seine Position natürlich Respekt zahlen müsstest, weil es ist ein französisches Ding wohl, dass du den jüngsten Abgeordneten da hinstellst und sowas, dann wird es wahrscheinlich ein paar Leute geben, die sich daran stören, aber die sind halt so ein bisschen, die wollen natürlich jetzt klare Linie zeigen gegen rechts, weil die waren ja wirklich alles andere hervorgebracht haben, als wir das die Leute erwartet haben, dass sich jetzt die Rechten durchsetzen und so. Aber das finde ich so geil. Meinst du, stehst da und du denkst die ganze Zeit so, was ist denn hier los? In Deutschland, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das der ein oder andere dann sich weigert, die Hand zu geben, einfach weil er denkt, ey, nee, deine Position, die du vertrittst, ist scheiße, du hast dumme Dinge gesagt. Ich glaube, das sind eher so die Linken wahrscheinlich, so, die so ein bisschen radikaler sind, so von der Art her, so die dagegen wären und so. Ja, aber ja, das ist natürlich, das ist für mich pur Frankreichs oder Art. Also, geh da hin und dann. Das ist dieser Temperament. So. Ja, du hast heute mit der Bewegung. Was? Das ist hier Steinschere Papier, was ist? Dann bleiben wir in diesem gleichen Thema nämlich. Es ist nämlich die Kacke am Dampfen gerade bei Ubisoft mal wieder. Echt? Ich dachte, wir würden jetzt über die verkucksten Haie in Brasilien reden. Nee, Ubisoft auch was. Ja, weil wir gerade hier bei Rassismus und der rechten Partei sind und sowas, ne? Okay, warte. Ubisoft heißt Assassin's Creed? Yes. Ah. Es gibt aber auch jetzt die ersten Previews wohl von diesem Star Wars Spiel. Die haben sich wohl Lizenz gekauft an einem Star Wars Spiel, wo wohl aber die Grafik so aussieht, als würde man sie auf dem Amiga spielen und sowas. Also die Leute, die die ersten Dinger gesehen haben, haben gesagt, das ist eigentlich peinlich, dass das ein AAA-Game sein soll. Also die haben sich da nicht wirklich angestrengt für. Ne? Und, aber das ist was anderes. Hauptsache geht es natürlich um Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber wir es nur in der Gruppe ausgetauscht haben, dass es ja schon dieses Problem gibt mit Zorros Schwert. Das ist wirklich 1:1 wohl Zorros Schwert soll das wohl sein. Also sie haben wirklich auf der Seite, kannst du den Schriftzug wohl nachlesen, wohl aus dem Manga 1:1 übernommen und so. Aber es geht halt hauptsächlich um den berühmten Yasuke. Yasuke soll nämlich wohl wirklich eine Figur gewesen sein, die wohl im 16. Jahrhundert wohl nach Japan gekommen ist. Und sie waren wohl im Diensten von einem Herrn, der es wohl sehr interessant gefunden hat, diesen Menschen wohl in seinen Diensten zu haben. Also es war so eine Neugier-Situation und so. Ne? Ich will auch einen haben. Auf jeden Fall basiert diese ganze Assassin's Creed Geschichte wohl auf einer Publikation von einem Thomas Lockley. Okay. Wobei in einem anderen Bericht wird er
Thomas Rockley genannt, wo ich dachte, so no, asiatisch oh, problematisch, Rockley und Rockley, so. Ne? Rockley, Luffy und Rockley. Der hat wohl einen Lehrstuhl an der Universität in Nihon und hat wohl ein Buch veröffentlicht über diesen Yasuke. Und da basiert wohl die ganze Geschichte drauf, die sich wohl Ubisoft damit zusammengeknallt hat, dass er auch so, ne, also der war ja nie Samurai, er war halt ein Sklave, ganz eins zu eins. Und die haben ihn natürlich jetzt zu einem Helden gemacht und sowas. Und jetzt haben die Japaner einen Schlussstrich gezogen und haben gesagt, die haben den rausgeschmissen und seine Publikation komplett deleted. Die haben gesagt, das ist alles nur Lüge. Von Lockley. Vom Lockley. Weil diese ganze Geschichte wohl falsch ist und es geht nur darum, wohl diesen Afrocentrism wohl zu supporten, ne? Dass du quasi der afrikanischen Kultur wieder ein bisschen mehr Licht gewährst und sowas. Und ja, der ist wohl jetzt gefeuert und die NHK hat sein Programm deleted. Also sein ganzes Buch, was wohl jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ist wohl nur auf Lug und Trug. Es gibt da wohl Aufzeichnungen von diesem Meister, der ihn wohl angestellt hat und es geht einfach nur darum, dass der bei ihm wahrscheinlich den Garten gemacht hat oder keine Ahnung was, ne? Ja. Und jetzt ist wohl das, was ich mal gelesen habe, ist, dass er irgendwie das Anwesen verteidigt hat oder so. Da wollte wohl irgendjemand und der als Sklave sich dann dafür eingesetzt, dass er hat quasi ein paar Fäuste verteilt oder so. Das habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt, weil es ist das Internet. Fuck it. Aber er muss halt gucken, ob das von diesem Lockley war, ne? Weil er hat das wohl in einem kompletten Buch zusammengefasst. Also wenn das jetzt, wenn er da durch aufgestiegen ist und Samurai ist und so die größte Lüge und sowas, aber nee, das wird nicht passieren. Aber kannst du dir vorstellen, die Japaner sind richtig gesickt und die haben echt den Hals voll. Die denken so, warum nehmen die unsere Kultur und nehmen die so auseinander? Also sie waren jetzt mit Shogun, hast du Shogun gesehen? Immer noch nicht. Ne. Das ist wirklich so eine Geschichte. Hörbuch angefangen. Das Hörbuch. Ja. Mit Richard Chamberlain. Mit Sanada. Auf jeden Fall, ja, da geht es halt wirklich darum, dass du sehr viel über die japanische Kultur in diesem Zeitraum lernst und sowas. Ne? Dass es wirklich kompliziert war, viele Leute wollten an die Macht und sowas, ne? Machtstreitereien und keine Ahnung was. Und dass wirklich die ersten Europäer da hingekommen sind, dass damals die Protestanten und die Katholiken sich da schon ein bisschen so um das Land gestritten haben, das schon unter sich aufgeteilt hatten und so. Und das ist wirklich gut erzählt und ich mag das, wenn ich wirklich im Hintergrund, also wenn die Tapete mir was beibringt, also wenn die Geschichte von der Tapete spielt, die den ganzen geschichtlichen Zusammenhang, wie jetzt auch in Rom, das Gleiche gemacht und so. Ne? Aber das jetzt, ne, dass du jetzt durch die japanische Geschichte des Stampfs mit einem schwarzen Samurai, nur weil... Aber meine Frage ist, deswegen wusste ich direkt, okay, Ubisoft und so, ne? Assassin's Creed. Stimmt das, weil Yasuke hat ja eine Familie gehabt, angeblich. Ich weiß nicht, ob das Lockley war oder dies und das. Und bei Assassin's Creed ist er wohl gay? Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich dazu erfunden sein. Also ich glaube nicht, dass man es nachweisen kann. Ich glaube, in der Zeit... Nee, nicht, dass es, aber im Spiel selber ja, soll es so sein. Ich glaube, das wird ja da vom Spiegel. Also, das verpassen diese Narrative von der Wokeness Mile. Und die haben wirklich krass, die haben. Du bist eins mit dem Sitz. Ja, das war im Flieger heute schon so die ganze Zeit. Nur wenn ich mich bewegt habe, alle haben geguckt. So, oh, sorry, Leute, was soll ich machen? Ja, und ich glaube, das ist einfach eine Agenda wieder. Das war ganz klar gepusht, dass sie sagen, wir platzieren da einen Charakter, der. Das ist genau wie das mit Cleopatra-Thema, was wir bei Netflix schon besprochen haben, ne? Dass die eine Frau sagte, don't let anybody tell you that Cleopatra wasn't gay, wollte ich sagen. Wasn't black. Which she was. Als sie aus Mazedonien kam und sowas, sie hatte nichts mit Afrika zu tun. So. Also wo du denkst, wenn es um Geschichte geht, klar, wir wissen auch, ne, Geschichte wird von den Siegern geschrieben und sowas, man weiß ja auch, dass ich das seine Stimme gerade. Mazedonia oder Makedonia? Und Ubisoft macht sich da gerade keine Freunde, weil ich glaube, die Leute, die das aufgedeckt haben und sowas, ne, die werden direkt von Ubisoft auf bei Twitter geblockt und so. Ja, natürlich. Die haben keinen Bock auf die Diskussion. Ja. Und das ist ein Shitstorm. Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt. Es wird natürlich einigermaßen wieder gut verkauft werden. Das ist Assassin's Creed, das wird bestimmt irgendwie gut verkauft werden oder so. Aber das Ding ist, weißt du, die Japaner waren damals schon so fortschrittlich und perfektionistisch in ihrem Wesen. Da willst du mir sagen, da kommt ein Yasuke und schafft es, Samurai zu werden, wo andere Japaner jahrelang alles Schritt für Schritt befolgen und das nicht schaffen. Wenn es David Goggins gewesen wäre. So Last Samurai-mäßig, weißt du, was ich meine? David Goggins hätte es geschafft. David Goggins ist ein Monster. Alter. Der hätte das auf abgetrennten Beinen, wäre Samurai geworden. Wie der letztens zweiter Platz geworden ist. Hast du das gesehen? Nee. Auch bei so einem 260-Meilen-Rennen irgendwie. Natürlich. Da hast du den Erstplatzierten gesehen und so und dann noch so das nächste Foto. Der Typ und sein Team, siehst du so 20 Leute, sein Team besteht aus 20 Leuten und dann so Platz 2 wurde er. Siehst du David Coggins mit so einem Schild und danach so und sein Team. Ist das Foto nur so rausgezoomt, wie der alleine da steht? Der ist ein Ungeheuer, der Typ. Hat er sich nicht irgendwie mit jemandem gebieft? Wollte er sich nicht mit irgendjemandem prügeln?
Keine Ahnung, die wollen sich alle prügeln und am Ende machen die es nicht. Ja, aber das ist doch jetzt heutzutage mit diesen Celebrity-Kämpfen und sowas ist das doch... Hast du Jake Paul gesehen? Hat Mike Perry weggehauen. Echt? Alter Schwede. Das ist dieser Ersatzkampf gewesen für Tyson oder was? Ja. Ja, Blamage. Tja, ich sag mal so, ne? Da und langsam John Jones ist ja der, laut Dana White, der beste Kämpfer aller Zeiten. So, der sagt, egal welchen Mann du mit John Jones in einen Raum steckst, John Jones ist der Einzige, der rauskommt. So, der ist ja richtig hart am Zacken bei dem. Und John Jones hat eine einzige Niederlage. Warum? Weil es die 12:6 Regel gibt. Wenn jemand auf dem Boden liegt, darfst du nicht deinen Ellbogen von 12 Uhr auf 6 Uhr auf ihn hauen. Liegst du aber auf dem Boden, haust du ja quasi von 6 Uhr hoch auf 12 Uhr. Dann geht das. Darf ich von 3 auf 6? Darfst du machen. Okay, aber nicht so. Darfst du, so darfst okay. du ja, aber so darfst du nicht, weil also das ist sehr gefährlich. Wirklich die komplette, ja. der komplette Range of Motion. Ja. Okay. Und John Jones hat das damals bei einem gemacht, bei Hamilton. Hat er so. Und dann wurde er disqualifiziert, beziehungsweise Niederlage, der Typ hat den Sieg bekommen, obwohl der Typ dominiert wurde. Obwohl so. Der Typ immer so am Boden so. Und jetzt gibt es aber eine Regeländerung, weil ich glaube Dana White das gestört hat, dass John Jones da eine 1 hat bei Niederlage. Und es gibt eine Regeländerung, das soll wohl jetzt erlaubt sein. Beziehungsweise bei John Jones wurde diese Niederlage jetzt als Sieg gewertet nach 10 Jahren oder so. Quasi wie Argentinien mit der 90 Minuten VAR-Scheiße. Zwei Stunden später. Ja, und dann hat der Typ sich gemeldet. Hat er gesagt, ey Dana, ich weiß, du willst unbedingt, dass John Jones einen Clean Sheet hat und so, ne? Dies und das, aber ich will gegen John Jones kämpfen. Wenn ich gewinne, will ich den Titel haben, beziehungsweise für den Titel kämpfen und so, bla bla bla. Der wird sich aber eh nicht trauen, weil der hat ja schon mal gegen mich verloren. Das ist gut. Fand ich super. Das ist gut. Hätte von mir sein können. Und jetzt soll wohl John Jones angeblich keinen Eins mehr da stehen haben, sondern ist ungeschlagen. Meine Narrative. Ich habe auch noch nie gegen John Jones verloren. Ne? Unentschieden. Was, der Typ? Zwischen uns ist unentschieden. Was, der Typ? Ich sag nicht, dass ich mit ihm mal jemals in einem Ring gestanden habe, aber ich habe noch nicht gegen ihn verloren. In einem Cockring. Ich bin müde. Ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich habe einen langen Tag. Das ist immer die Ausrede von allen. Ich habe einen langen Tag über mich. Wo wir gerade bei Elon waren, ich muss nur mal einstreuen. Ich meine, wir springen heute wieder links und rechts und hin und her und sowas. Ja. Es gibt ja so Probleme hier in der Tesla-Fabrik hier in Deutschland. Die ist ja da irgendwo in Brandenburg oder so, ne? Da sollen wohl 65.000 Kaffeetassen fehlen. Was? Die Leute fühlen sich wahrscheinlich so dermaßen gestresst von Elons Führung, dass sie gesagt haben, also es arbeiten nur 12.000 Menschen, das heißt, jeder müsste eigentlich so 4 Kaffeetassen mit nach Hause genommen haben wollen. Das sind diese Ikea-Dinger, die man wahrscheinlich in der Kaffeeküche so reinstellt und so. Das ist echt, fehlen wohl 65.000 Kaffeetassen. Grünheide, stimmt das, genau, steht das Ding. Meinst du alle? Ich meine, das wäre ein bisschen dreist, wenn du nachher, wenn jemand nicht und du... Aber du kannst mir nicht sagen, dass da 65.000 Mitarbeiter sind. Nee, da habe ich gesagt 12.000. 12.000? Also hochgerechnet sind ungefähr, kommen so auf, oder waren es 16? Es kamen, glaube ich, so 4 Tassen auf jeden, also wenn jeder eine mitgenommen hat. Also, ja, wie die Kondome bei den Olympioniken. Die haben sehr viel Lust, Kaffee zu trinken, glaube ich. Und so. Das ist wirklich krass, wo du denkst, wie kommt man darauf klar? Ich meine... Kleinigkeiten im Büro gelten ja nicht als Diebstahl, ne? Das ist ja sowas wie Kugelschreiber, Tacker und keine Ahnung was oder Papier und sowas, ne? Aber Kaffeetassen ist eine andere Sache. Das ist wie diese geile Doku, ich weiß nicht, hatten wir drüber geredet schon hier? Es gibt eine Doku, The Day Music Died, war von Eminem produziert, lief aber, glaube ich, nur auf Paramount Plus. Es geht darum, dass in dem Moment, wo halt die CDs gedruckt wurden und dabei kopierbar waren, plötzlich. Nee, als Napster kam, genau. Als Napster, als die ganzen Sachen im Internet aufgetaucht sind und sowas. Ne? Und es gibt eine Fabrik wohl damals, ich weiß nicht, ob das in Detroit war, auf jeden Fall war es eine sehr schwache Region in Amerika, die darunter gelitten hat, dass es irgendwie in der Industrie zusammengebrochen ist. Und da hat die Industrie nachher gesagt, da machen wir unsere CD-Fabrik hin. Und die haben gesagt, das war eine Gelddruckmaschine, ne? Weil CDs, damals 15 Dollar, 30 Mark und sowas, du musstest die kaufen, jeder wollte die haben und sowas. Und es gab einen Typen, der kommt auch in der Doku vor, der hat da immer so die Demos rausgeschmuggelt, ne? Und hat die halt nachher
Also es war nachher so ein Wettrennen, wer die am schnellsten im Internet haben konnte. Okay. Und die Leute, es gibt dann so Timbaland, die geben Interviews und die sagen auch noch so, wir hatten nachher Angst, wir haben Leute mit dem Secret Service geholt, mit Handschellen und mit dem Koffer und sowas, damit die nachher mit den Demos nachher irgendwo hin und her laufen, damit das nicht unterwegs nachher abgegriffen wird. Und die wussten nicht, wo dieser Maulwurf war. Bis nachher rauskommt, dass der Typ immer nachher angefangen hat, die CDs mitzunehmen und zu Hause da relativ schnell rippen und direkt drauf bei Napster gepackt hat und sowas. Junge. Ne? Und das war echt krass, weil da hast du gemerkt, wie die Zahlen eingebrochen sind und Leute nachher angefangen haben, ja, Leute zu verklagen und sowas. Und das sind so ganz kleine Sachen, wo du merkst. Ich wette, mit dir, für den war das nur so ein Adrenalin-Ding. Ja, das ging nur darum, in diesen Foren, wo noch nicht mal viele Leute drin waren, zu sagen, wer kann zuerst dieses Album hochladen? Und das war meistens so, am besten, je weiter es vor dem Veröffentlichungstermin ist, desto besser. Also wenn die CD in 3 Wochen rauskommt, ja. Du hast es vor 3 Wochen schon gerippt und dann, die mussten manchmal Veröffentlichungstermine nach vorne ziehen. Genau wie damals, als die großen Filmstudios gehackt worden sind und die Filme rausgebracht worden sind und so. Die mussten nachher die ganzen Starttermine nach vorne ziehen. Also, da habe ich ja gemerkt, jetzt bei Deadpool und sowas, das ist ja eine komplette Marketingmaschinerie, die dahinter hängt. Ne? Angefangen vom Super Bowl, erstes Spot, bis hin zu, die waren jetzt, glaube ich, Hugh Jackman und Ryan Reynolds waren jetzt überall auf dem ganzen Planeten. Die waren in Deutschland bei verschiedenen Sendern, die waren in Asien, haben die eine Tour gemacht, die waren jetzt wieder in Amerika, haben die Promo gemacht, haben die eine Late-Night-Show haben die übernommen und sowas. Die machen wirklich getimed bis zum Release-Date, haben die überall unterwegs. Und das habe ich auch letztens mit jemandem besprochen, wo ich gemerkt habe, früher war, nachdem als das Produkt rausgekommen ist, gab es noch eine Zeit lang, wo über das Produkt geredet wurde. Heute ist nur, es wird geredet, weil das Produkt wird beworben und dann kommt es raus und dann, wo ist das nächste Produkt? Mhm. Also es gibt heute nicht mehr dieses, auch bei AAA-Sachen, bei Computerspielen und sowas, du hast nicht mehr das Gefühl, als wird lange über eine Sache geredet, wenn sie rauskommen, sondern sie verschwinden, weil wir versuchen den nächsten Kick, was wird als nächstes beworben und sowas. Ja. Ne? Und das vermisse ich gerade so ein bisschen, dass es einfach keine Sachen gibt, die über die Zeit mehr funktionieren, auch im Kino nicht mehr und sowas, ne? Dass nachher Sachen ein bisschen längere Laufzeit bekommen oder das länger, also dass wenigstens was rauskommt, die Leute sagen, das musst du sehen und sowas. Ne? Das schlimmste Fall war es damals, wie als die Bully-Filme rauskamen, die Schuh des Manitou oder sowas. Ne? Da sind die Leute 3 Monate lang ins Kino gegangen und du hast nie Kinokarten gekriegt dafür, weil die immer gesagt haben, den muss man im Kino sehen, keine Ahnung was und so. Ne? Heutzutage hast du 2 Wochen im Kino und danach bist du im Streaming. Guck mal, ich habe jetzt, was habe ich gesehen? Bad Boys, den neuen Bad Boys habe ich gesehen. Und der ist noch nicht lange im Kino. Ja. Und der ist super schnell nachher auch auf digital erschienen und sowas, ne? Mit Messi? Naja, das ist die Werbung gewesen. Aber genau das Gleiche. Die haben auch Werbung gemacht bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist der Film rausgekommen. Und jetzt sind beide wieder verschwunden, so, ne? Also, das ist wirklich nur, du wirst getrimmt auf den nächsten pavlovischen Effekt, damit dein Mund sabbert und du nur, das Produkt muss ich konsumieren. Ja. Und früher war das auch so. Ich weiß noch genau, ich habe damals den vierten Batman verpasst mit den vierten mit Ben Affleck? Nee, der doch von Joe Schumacher gemacht wurde. Nee, der dritte. Der mit Jim Carrey als der Riddler. Ach so, und Two-Face von Val Kilmer war das. Val Kilmer. Und da war ich im Urlaub und dann waren alle Leute, die ich aus der Schule kannten und mit denen ich eigentlich ins Kino gegangen bin, waren in dem Film drin, als ich im Urlaub war. Dann bin ich zurückgekommen. Und damals war das die Höchststrafe. Nummer 1 ist, du wolltest nicht allein ins Kino gehen. Und Nummer 2 ist, bis du den Film nachher auf Video gekriegt hast, hat das ein halbes Jahr gedauert oder ein Jahr, bis du den halt sehen konntest. Weil der ging ja erstmal in Pay-TV-Auswertung, bis er dann in die Videothek kam. Heutzutage, wenn du den Film nicht im Kino siehst, zum Beispiel sage ich auch bei Deadpool, muss ich jetzt echt zugeben, ich weiß, das wird Mercer wahrscheinlich freuen jetzt auch und so. Der liebt den. Aber ich habe jetzt auch nicht großartig Lust, den im Kino zu sehen. Weil ich glaube nicht, dass es ein Kinofilm ist für mich. Also so gegenüber Oppenheimer und sowas, wo man denkt, so man, okay, da hat man schon mal drüber geredet, ob das ein Kinofilm ist. Aber zum Beispiel Avatar war für mich ja ein Kinofilm und sowas, ne? Also wo man wirklich ins Kino geht und dann das Kino des Spektakels erlebt und so. Ist für mich jetzt Deadpool, das wird eine bekloppte Geschichte sein, Marvel-mäßig, aber Kino? Also ich laufe jetzt nicht ins Kino und setze mich da mit 300, 400, 500 Leuten in irgendein Kino und dann verstehe ich nur die Hälfte, weil alle Leute irgendwie bei komischen Gags lachen oder sowas. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen, also früher war das, du musstest den am Eröffnungs... Du bist ja auch immer so ein Typ, du siehst auch immer die Filme sehr früh, ne? Mhm. Deswegen reizt mich gerade null. Also bei mir ist meistens so, wirklich allerspätestens in der zweiten Woche, wenn ich das in der zweiten Woche nicht gesehen habe, habe ich schon so viel Input, dass ich dann abgefuckt bin und sage, okay, ich gucke den Film nicht mehr. Also spätestens in der zweiten Woche, aber meistens in der ersten schon. Dann ist mir jetzt aufgefallen, dass je mehr du deine Erwartungen zurückschraubst, desto mehr kannst du überrascht werden. Das war jetzt bei Beverly Hills Cop so und jetzt bei Bad Boys. Ja. Ich muss sagen, der war nicht besser als der erste. Hat das gleiche Niveau von dem zweiten gehabt und ist natürlich besser als der dritte, weil der dritte war eigentlich totale Blamage und sowas. Aber dann haben die so Rückschau gemacht zu dem ersten Teil. Ich glaube, der kam 95 oder sowas. Sind jetzt schon 30 Jahre unterwegs, kann sein.
Das ist ein langlaufendes Franchise. Und da hast du Martin Lawrence gesehen in seiner Primetime und so. Und denkst du, Alter, der war so jung so damals, ne, aber auch so fit. Ja. Und jetzt ist er mehr so ein aufgedunsener Klopp so. Ja. Und auch Will Smith wird komisch alt so ein bisschen. Ne? Und ich muss nicht sagen, ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam. Und der hat auch, manche Gags haben gut funktioniert und so. Und Action, diese Sache mit der Pistole, hast du es gesehen, dass sie die Pistole auf so einen Rick geschnallt haben und die Kamera dahinter, dass du quasi aus der Perspektive, diese First-Person-Shooter, aber dann konnte man die ranziehen, dann hat sich die Perspektive auf den Schauspieler geändert und sowas. Also sie war auf so einen Rick montiert. Krass. Und das war halt wieder so als Gimmick, so, ne, oh, guck mal, was wir für geile Kameratricks haben. Mir gehen die auf den Sack, sobald eine Drohne fliegt, denke ich die ganze Zeit, hör doch mal auf damit. Aber du fandst das Video von diesem Inder gut. Ja. Das Video war echt gut. Der war echt. Also Rap-mäßig, okay, kann man sich streiten so, aber das Video war... Klang wie Kendrick Lamar, ne? Also fand ich so ein bisschen von der Art her. Big Stepper. Auf jeden Fall haben die runtergeschrieben, irgendwer hat das analysiert auf dem Instagram-Kanal, wo die runtergeschrieben haben, 10 Kameratechniken, die da drin verballert wurden. Und das war echt. Ja. Also, ich mag auch dieses Tracking von einem Gesicht, wenn dann so eine schnelle Ding jetzt ist und dann siehst du nur so, Fokus ist auf dem, das mag ich. Also das Video war, ich habe es schon ein paar Tage vorher gesehen gehabt, deswegen habe ich direkt reagiert und geschrieben, so, gutes Video. Das kam in diesem iCandy-Kanal. Ich bin ja mal, ich weiß nicht, ob ich das mal rumgeschickt habe, ein paar von euch haben das auch abonniert. iCandy ist ein sehr guter Instagram-Kanal, wo dann nur solche Videos gezeigt werden und dann werden die analysiert, was da für Techniken drin sind und sowas. Meistens sind ja, das ich Transitions kenn, ich und so. Kennt so eine ähnliche Seite von so einem Asiaten aus Amerika, der sich Videos reinzieht und auf die Schnitte und Lichter etc. auf solche Sachen reagiert. Und also manchmal sind da Videos dabei, denkst du, Junge, wie habt ihr das gedreht und geschnitten? Das ist geisteskrank. Ja, das wirklich, ist das Problem, also manche sind echt geil kreativ. Hier ist kreativ, aber du musst mal überlegen, trifft das die Masse? Ich bin ein absoluter Fan von diesem TikToker, der hat auch Millionen davon Abrufen. Also du merkst, es wird geguckt, aber du könntest es jetzt nicht adaptieren für irgendeine Sache, weil der macht immer diesen Sound. Ich weiß immer noch nicht, wo der herkommt, wo dieses Let him cook. I said, let him cook. Mit dem, I said, let him cook. Und dann Schwarzkümmel auf dem Tisch und dann sind das Vögel, die da fliegen. Oder dass ein Salat reinfliegt und plötzlich bist du in den Alpen drin und sowas. Ne? Und du denkst die ganze Zeit so, ey, Respekt, gute Leistung und sowas. Und es wird auch gewürdigt in der kurzen Zeit. Aber ich glaube nicht, dass die Leute es nachher in einem Film richtig mitkriegen werden. Das hält nicht an. Ja. Und du denkst die ganze Zeit, das sind ja die berühmten Pattern Interrupts. Das wird ja immer so gesagt, dass bei Instagram und sowas brauchst du ja, damit die Leute so einen Stopper haben, damit die bei deinem Video dranbleiben. Das ist genau das, wo sie ja dann so Fails nehmen und dann diese Fails adaptieren nachher und dann zum Beispiel gibt es diesen Typen, der wird von hinten von einem Motorrad gerammt und dann fliegt er aus dem Bild und dann fliegt der Verkäufer ins Bild und sagt, wir haben neue Autos hier und dann denkst du so, ist gut, aber trotzdem muss die Message danach ja immer noch mich catchen. Also die Überblendung ist schön, aber wenn das Produkt mich nicht nervt, dann bin ich weg und so. Ne? Also ist zwar, auch wenn mir eine Maniküre. Was war mit den Haien? Die Haie an der Küste von Brasilien. Und voll zugeguckt. Aber hardcore zugeguckt. Die sind was orientierungslos und so. Die wissen nicht mehr, wie die richtig schwimmen sollen. Ein Auge in der Richtung, ein in der Richtung. Ich schwöre. Kieben auf 7:30. Ja, ohne Mist. Was macht man sonst noch auf Kokain so? Die ganze Zeit Kämpfe, sind sich am Zoffen mit Orcas und so. Krass. Wo ist das? Aber ist das jetzt von diesen Drogen... Transporten oder was? Ja, ja. Sie schwimmen manisch im Kreis und sind nicht mehr sie selbst. Haie in Brasilien sind auf Koks. Ja, aber das ist nicht gut für einen Film, weil es gibt ja diesen Cocaine-Bär, ne, hier von Mr. X. Da haben sie ja gesagt, das waren damals in den 80er Jahren, waren das ja diese Drops, wo die nachher in den Wald die Dinge abgeschmissen haben und Kokain dann auch Bären und anderes Kokain gegangen sind. Die sind halt ein bisschen, in dem Film drehen die ja durch und fressen halt Menschen und so. Und bei denen, wenn die nur im Kreis schwimmen. Nee, die drehen einfach nur durch. Also. Da muss das Sharknado draus werden irgendwie so. Die müssen halt nachher Beine wachsen oder müssen die auf Land kommen oder so. Sowohl in der Leber als auch im Muskelgewebe der Haie entdeckten sie Abbauprodukte von Kokain. Die Konzentration war sogar 100 Mal höher als bei anderen Fischen. Und der Kokainkonsum in Brasilien. Am Zuckerhut. Das ist schon. Gehört Brasilien zu den Ländern, in denen weltweit am meisten Kokain konsumiert wird. Und die haben so einen komischen Verwandten von einer Qualle gefunden. Hydra. Der. Ein Cousin von der Qualle. Ein Cousin. Wenn du den in einen Mixer steckst, kriechen die Teile zurück zueinander und bauen sich wieder auf. Der. Das ist ein Cheatcode. Ja, hart, ne? Das ist krass. Das ist ja fast schon wie der Terminator fast. Ja, ja. Die 1000 und so. Krasse. Und was mich geschockiert hat, Skorpione können wohl bis zu 6 Tage unter Wasser überleben. Das Problem ist nur, die können nicht schwimmen.
Deswegen bringt es nichts. Das ist ein Gimmick, das du nur nicht mal benutzen kannst. Chef, du kannst bis zu 6 Tage unter Wasser überleben. Oder bist du einfach an der Stelle. Das ist crazy. Das ist böse, böse, böse. Kommt böse. Irgendein Hai, guckt den an und sagt, was ist denn mit dir los? Das ist schon komisch geworden. Schon komisch. Das ist eine komische Krabbe. Hast du gehört mit Basketball in Philippinen? Philippinen? In Philippinen. In den Philippinen, auf den Philippinen. Nee. Die haben die Four-Point-Line eingeführt. 27, ja, was haben die? Yard? Nee, Inch? Nee. Feet? 27 Feet. Feet. Die Dreierlinie ist 23, glaube ich. 27 sind durch, da muss man durch 3 teilen wahrscheinlich dann, ne? Ja. Dann bist du knapp bei. Und die haben jetzt die Vierer eingeführt für reguläre Spiele in der Saison. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich von dem Verband, ne? Also ich gehe nicht davon, dass es international ist. Nee, das ist ja philippinischer Basketballverband, PBA, glaube ich. Das würde aber in Amerika würde das Spiel komplett auf links drehen. Wenn du so Leute wie Steph Curry hast, die von deep down Vierer dann werfen ohne Ende. Ich habe jetzt, die treffen jetzt wieder in den Olympischen Spielen aufeinander, ne? Jetzt Amerika und Deutschland. Deutschland ist ja Weltmeister. Mhm. Und die Amerikaner schicken jetzt ja die Creme de la Creme, auch mit Curry und sowas und natürlich mit LeBron. Und die haben ein Testspiel gemacht und haben die Amerikaner gerade mal mit 4 Punkten gewonnen oder sowas, ne? Und die Amerikaner haben das ganz gut analysiert, dass jetzt die Deutschen haben diesen Obst, der ist wohl genau wie Steve Curry, der kann wohl auch von der Toilette ausschießen oder sowas. Ja. Ne? Deswegen, also die haben Respekt vor dem. Deswegen ist das deutsche Spiel wohl so gut. Also die haben da wohl auch Chancen auf eine Medaille wieder. Ja. Ich erinnere mich, als Schröder diese dumme Frage gestellt worden ist. Ich erinnere mich. Das ist Sportjournalismus pur. Alles klar, Abschlussthema. Abschlussthema und so. Terrence Shannon Jr. ist komischerweise ist so eine Generation von Gamification pur halt. Ne? So ein junger Typ. NBA-Rookie für die Minnesota Timberwolves. Hat sich ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen. Und zwar das hier. Man, I ain't got my glasses on. Also ich glaube nicht, dass du es jetzt erkennen wirst, weil das waren früher bei uns. Ja, das ist auf jeden Fall ein PlayStation-Code, richtig. Aber wenn du, das ist auf dem Wurfarm, ne? Also gehe ich mal. Ja. Das heißt, das ist so crazy. Also da hat er sich wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Tattoo ist. Sieht echt aus, wie, als hätte er nicht richtig stechen lassen und sowas. Ne? Aber es gab halt ein großes Spiel, was für seine Cheat-Codes immer sehr berühmt war. GTA San Andreas. Genau. Und das ist von GTA San Andreas. Und weißt du, was es ist? Was ist das? Warte. Zoom mal nochmal ran. Was ist das für, könnte das für ein Cheatcode sein? Was ist das links am Anfang? Irgendwas mit, ich weiß links nicht, Links R1, hier, Viereck, oder? R1, links R2. Ja, ich meine, das wirst du jetzt nicht mehr wissen von deiner, ich fand nur, als ich das gelesen habe, fand ich das so genial. Ich meine, was macht denn beim Basketball am meisten Sinn so, ne? Also God-Mode ist es ja nicht. Nee, ich kenne nur noch den Cheatcode für Jetpack bei San Andreas. Oh, auswendig. Oben, unten, links, rechts, L1, L2, R1, R2, oben, unten, links, rechts. Hätte natürlich auch einen Sinn beim Basketball, ne? Dass man natürlich Jetpack für Dunking und sowas. Ah, welcher? You got a one guess free, man. Ich finde, die Auflösung finde ich grandios. Also wirklich, das ist so, wo du denkst so, damn, der hat das Game durchgespielt. Also wenn ein Tattoo, dann das Tattoo. Das ist aber auch nicht das Geld-Tattoo. Infinite Money. Nicht. Du musst irgendwas haben, was praktisch irgendwas, ist. Irgendwas, was für Basketball praktisch ist. Zielgenauigkeit oder so. Nee. Hast du ja nicht, ne? Also klar, gibt's bei manchen Spielen gibt es Aim-Support oder sowas. Ne? Ja, weiß ich nicht, komme ich nicht drauf. Unendliche Munition. My God damn it, man. Das ist gut. Das ist ein echt, kreatives Tattoo. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt so, damn, Respekt, das Junge. Ist ein kreatives Tattoo. Fucking hey, ey. Ja, ja, das ist. Infinite Ammunition. Das offizielle Timberwolves-Konto bestätigte dies und postete dieses Foto des Tattoos mit einem PlayStation 2-Angaben. Das sind wohl von der PlayStation 2 sogar noch. Es wird erwähnt, dass der ehemalige NBA-Spieler Devonta Green ebenfalls den GTA-Cheatcode auf seinem Arm tätowiert hat. Das scheint wohl eher dann eine Tradition zu sein. Devonta Green. Devonta Green. Diese Namen klingen immer wie bei diesem Sketch von Key & Peele mit den Footballern. Kennst du das? Ja, das ist ein geiler Sketch. Das ist einer der besten. Pterodactyl. Texas State University. Fand ich echt eine interessante Schlagzeile. So. Unendliche Munition. Man, he got ammunition. So. Unlimited Ammunition. Also, wenn ihr auch unendlich Ammunition haben wollt, ne, denkt daran,
Müsst ihr Growman Sports abonnieren. Ja, echt. Echt. Und liken und subscriben und machen. Mach mal Cheatcode für Klimaanlage. Hier ist richtig warm. Oder mach mal Cheatcode für mehr so zurück auf den Stuhl. Echt? Boah, das ist ein guter Cheatcode. Das ist irgendwie oben, unten, links, rechts, dreimal X. Der hat zu lange auf X gedrückt. Controller ausstecken, einmal ums Haus laufen, wieder einstecken und dann PlayStation booten. Ja, aber den Controller voll richtig. So rauspacken. In diesem Sinne, viel Spaß bei Olympia. Mach es gut. Nächste Woche gibt es wieder Zwischenstände. Ja, das kann doch nicht sein.